Herren, sehr geehrter Herr Landrat Ralf Niermann, sehr geehrte Abgeordnete des Landtages Angela Lück, da drüben sitzt sie, und Ingo Hove, ich habe sie gut davor. Sehr geehrte Damen und Herren aus der Medizin, liebe Gäste, ich kann Sie leider nicht alle namentlich begrüßen, ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, sehr geehrte Vertreter der Medien. Ganz herzlich willkommen hier im Pavillon der Volksbank Bad Oeynhausen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass die Räume uns hier heute auch wieder zur Verfügung gestellt wurden für diese Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion. Mein ganz herzliches Willkommen geht natürlich unserem Podiumsteil. Frau Pfarrerin Antje Freitag, Klinikseelsorge des Herz- und Diabeteszentrums. Frau Pfarrerin Freitag wird uns Einblicke geben in die schwierige Lebenssituation von Patienten und Angehörigen, aber auch in die ethischen Fragen und Position der evangelischen Kirche. Professor Dr. Jan Gummert, Direktor der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie im Herz- und Diabeteszentrum, ist unser zweiter Gast, den ich hier ganz herzlich begrüße. Professor Gummert, sicherlich auf seinem Fachgebiet, einer der herausragenden Mediziner, und wir sind sehr froh, ihn hier in Bad Oeynhausen im Herz- und Diabeteszentrum zu haben. Professor Dr. Gummert hat mit vielen Fachinformationen die Diskussion im Bundestag bereichert. Ich erinnere mich an die umfangreichen Unterlagen, die Sie zur Verfügung gestellt haben. Und auch heute wird er die fachlichen Hintergründe für die Diskussion liefern. Und als ganz besonderer Gast, Frank-Walter Steinmeier, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Und Frank-Walter Steinmeier war sicherlich der Motor der Diskussion im Bundestag auf dem Weg zu einem neuen Organspenderecht. Sein Engagement, seine Beharrlichkeit, sicherlich auch angetrieben durch die persönlichen Erfahrungen, haben einen ganz bedeutenden Anteil daran, dass der Bundestag über alle Fraktionsgrenzen hinweg mit großer Mehrheit ein neues Organspenderecht beschlossen hat. An alle drei ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier heute in Bad Oeynhausen zu dieser Veranstaltung. Es gab für mich eine ganze Reihe von Beweggründen für diese Veranstaltung zu organisieren. Dass es jetzt endlich soweit ist und der Termin da ist, freut mich ganz besonders. Zum einen natürlich, um für das Thema Organspende zu sensibilisieren, ja auch zu werben. Und ganz prägend waren da mit Sicherheit meine Besuche im Herz- und Diabeteszentrum, das Fachgespräch, das das Herz- und Diabeteszentrum zum Thema Organspende einberufen hat, in die Wege geleitet hat, war für mich eine Runde, mir wirklich verdeutlicht hat, wie sehr der Handlungsdruck da ist. Und derzeit stehen in Deutschland etwa 12.000 Menschen auf der Warteliste für eine Organtransplantation. Aber noch viel beeindruckender als alle Zahlen und Fakten waren die persönlichen Gespräche und Begegnungen mit dem Patienten auf der Transplantationsstation. All diese Daten und Fakten, die wir haben, die sind bekannt, aber doch zum großen Teil nur Theorie. Wenn Sie ganz persönlich das Gespräch führen mit einer Mutter, die seit 5 Monaten auf ein Spenderherz wartet, dann ist das bewegender als alles andere. Und ich glaube, dieses kurze Gespräch, was ich damals führen durfte, das werde ich nie vergessen. Ein Mensch in einer solchen Situation, dem kann man auch nicht wirklich erklären, dass es lange Überzeugungsarbeit bedarf, um eine Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen. Und wenn man dann
einige Monate nach einem solchen Besuch einen Patienten, wie Herrn Knicker, den ich hier auch ganz herzlich begrüße, da vorne sitzt er, in Berlin begrüßen kann, dann ist das auch für mich ein ganz besonderer Moment. Und ich freue mich, dass wir uns hier heute und ja auch zwischendurch inzwischen das Gefühl wieder gesehen haben. Durch meine Tätigkeit im Petitionsausschuss des Bundestages bin ich mit einer Vielzahl von Petitionen zum Thema Organspende befasst. Gibt man das Wort Organspende auf der Internetseite des Petitionsausschusses ein, bekommt man 72 Treffer. Petitionen aller möglichen Richtungen, aller möglichen Interessen. 19 Petitionen sprechen sich für die Widerspruchslösung aus. 13 Petitionen möchten selbst entscheiden, ob sie sich äußern, und wenn sie sich nicht äußern, soll davon ausgegangen werden, dass man nicht Organspender ist. 10 Petitionen sprechen sich für die Entscheidungslösung aus. 15 Petitionen setzen sich für Maßnahmen zur Erhöhung der Spendebereitschaft aus. Alle weiteren beschäftigen sich mit Umsetzungsmodalitäten. Also, es wird ganz deutlich, das ist ein Thema, das die Gesellschaft in großer Breite bewegt. Zu Beginn der Diskussion wurden all diese Vorschläge im Petitionsausschuss von einer Mehrheit schlichtweg abgelehnt. Die Begründung für diese Ablehnung war die feste Überzeugung, dass am Organspenderecht in Deutschland nicht gerüttelt werden sollte. Erst durch die Vielzahl der Fachinformationen, zum Beispiel durch die Deutsche Stiftung Organspende, durch den Deutschen Ethikrat, aber auch durch das Herz- und Diabeteszentrum hier in Bad Oeynhausen, konnte diese Position verändert werden. Es bedurfte also sehr viel Überzeugungsarbeit, um ein solches neues Organspenderecht auf den Weg zu bringen. Das sollen genug der Vorworte sein. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion, auf spannende Beiträge. Und gebe das Wort weiter an Frank-Walter Steinmeier. Lieber Stefan Schwarze, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte zu Beginn. Frau Freitag, Professor Gummert, meine sehr verehrten Damen und Herren, sitze jetzt ein paar Stunden im Auto auf dem Weg vom Niederrhein hierher und habe die ganze Zeit überlegt, wie viele Menschen werden wohl kommen an einem schönen sonnigen Wochenende, wo der Westfale am Samstagnachmittag, wenn die Sonne schaut, sich eine ordentliche Bratwurst auf den Grill haut, aber nicht zu einer solchen Veranstaltung wie die Organspende geht. Ich darf sagen, erstens habe ich es nicht erwartet und zweitens freue ich mich umso mehr, dass um diese Zeit am Samstagnachmittag so viele Interessierte gekommen sind. Ich freue mich aber auch deshalb, weil es die erste Veranstaltung in dieser Woche ist, in der ich nicht über die europäische Krise rede. Und, ich kann Ihnen sagen, ich hab das nicht zu jeder Tageszeit im letzten Jahr gesagt, aber im Augenblick geht es mir so, dass ich viele Fragen zur Organspende noch verhältnismäßig leichter beantworten kann, als die eine oder andere Frage zur europäischen Krise, wo sich, das kriegen Sie ja mit in den Nachrichten, die Entscheidungen und die Nachrichten fast täglich, fast stündlich überschlagen. Und ehrlich gesagt, nach manchem Ringen über die letzten Tage und bis hin in den gestrigen Abend hin zu den schweren Entscheidungen über den Fiskalpakt und den Stabilisierungsmechanismus, Sie haben das alles verfolgt, gestern Abend nämlich an dem Fernsehen, zwar ein wichtiger Schritt geschafft ist, aber wir nicht wirklich wissen, ob das Schritte sind, die uns schon aus dem Weg aus der Krise herausführen. Also, dann lieber eine Veranstaltung über die Organspende. Ein hoher Anspruch, und ich habe eben mit dem einen oder anderen beim Reingehen noch schon gesprochen. Es gibt Bedarf für Veranstaltungen wie diese, weil es, und Sie kennen das alle, immer dann, wenn gefragt wird, in Deutschland, wenn Umfrageinstitute losgehen, wir feststellen, dass es eine ganz hohe Bereitschaft von Menschen in Deutschland gibt, Organspenden zu machen. 70, manchmal 80%, das kriegen die Umfrageinstitute raus, sind im Prinzip bereit, ein Organ oder mehrere Organe zu spenden. Warum ist es ein Problem? Weil wir am Ende
nicht uns auf die Bereitschaft stützen können, sondern nur auf die Tatsache, dass jemand tatsächlich erklärt hat, Organspender sein zu wollen oder aber das seinen Angehörigen, seinen Verwandten mitgeteilt. Solange das nicht der Fall ist, solange keine entsprechenden Spendeausweise ausgefüllt sind, bleiben all diejenigen, Ärzte, Pfarrer und Pfarrerinnen, Krankenhausmitarbeiter im Unklaren, wie in einem solchen Fall nach dem Versterben eines Patienten zu verfahren ist. Also, es sind viele offene Fragen, die wir in Veranstaltungen wie diesen möglichst beantworten sollten. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, finde ich, als diesen darüber zu reden, jetzt so wenige Wochen nach Verabschiedung eines neuen Transplantationsgesetzes. Da Sie interessiert sind an dem Thema, haben Sie das verfolgt, dass wir nach ungefähr einjährigem Ringen im Deutschen Bundestag Änderungen am Transplantationsgesetz, zu denen ich gleich kommen werde, am Ende durchgesetzt und verabschiedet haben. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als darüber zu reden, aber auch kaum einen besseren Ort als diesen, hier in Bad Oeynhausen, von dem ich natürlich weiß, dass ganz besonders hier große Erfahrungen nicht nur mit der Transplantationsmedizin ganz allgemein, sondern der Herztransplantation insbesondere gemacht worden sind. Ein Zentrum, das ja weit über die Grenzen dieser Region, des Landes insgesamt, Deutschlands hinaus bekannt ist und sich einen Ruf gemacht hat. Deshalb ganz besonders auch gern hier. Was das Thema angeht, so war das Thema, glaube ich, was kann Politik tun? Ich finde das fast noch ein bisschen zu dürftig formuliert. Eigentlich müsste der Titel heißen, was muss Politik tun? Denn dass Politik etwas tun muss, ist ganz dringlich. Stefan Schwarz hat eben darauf hingewiesen, die Zahl derjenigen, die auf ein Organ warten, die rechnen wir immer mit ungefähr 12.000, weil das Menschen sind, die auf einer Warteliste stehen. Hinter der Warteliste steckt eine ganz andere Dramatik, nämlich all die Menschen, die jedenfalls besser leben könnten mit einem Organ, aber weil sie gar keine Chance haben, in überschaubaren Zeiträumen daran zu kommen, gar nicht mehr auf die Warteliste gesetzt werden. Das ist ein Drama und wir wissen, dass jährlich ungefähr 1000 Menschen sterben, meine Damen und Herren, die leben könnten, wenn in diesem Land, wenn in Deutschland genügend Organe zur Verfügung stehen. Deshalb gab es Grund, dass der Gesetzgeber tätig wird und Stefan Schwarz hat eben gesagt, es hat viel mit meiner persönlichen Betroffenheitssituation zu tun. Das will ich nicht ausschließen, dass einem das nochmal die Schärfe des Problems nochmal ganz besonders bewusst wird. Aber ansonsten dürfen und müssen Sie wissen, das Thema Organspende begleitet mich über die letzten 20, 30 Jahre. Ich glaube, mein Organspendeausweis habe ich seit Anfang der 80er Jahre regelmäßig bei mir. Ich habe den Streit über die Schaffung des Organtransplantationsgesetzes in den 90er Jahren miterlebt, den Streit zwischen Einverständnislösung und Widerspruchslösung. Bin seit Jahren im Vorstand einer ganz kleinen Stiftung, die sich um organtransplantierte Kinder und deren Nachbehandlung kümmert. Insofern, das Thema begleitet mich, interessiert mich nicht nur, sondern ich fand es fast empörend, dass wir uns in der Politik nicht in der Lage gesehen haben, sehr viel früher Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Das hat sich im vergangenen Jahr verändert, Gott sei Dank, weil wir eine Konstellation im Bundestag hatten, wo wir mal an einer Stelle endlich, sagen wir mal, den kleinkarierten parteipolitischen Streit durchbrochen haben und ein paar der wichtigen Leute auch aus den anderen Parteien erklärt haben, dass mit dem Organmangel, das spitzt sich so zu in Deutschland, wir müssen da jetzt was tun. Und es sind Gott sei Dank ein paar Dinge erreicht worden. Ich will das jetzt hier mit einführenden Bemerkungen nur ganz kurz skizzieren und wir werden dann sicher in der Debatte und in der Beantwortung Ihrer Fragen auf das eine oder andere zurückkommen. Das Erste, was Sie wundern wird, das ist nicht ganz unwichtig, dass zum ersten Mal jetzt im Transplantationsgesetz steht, was eigentlich Ziel des Transplantationsgesetzes ist. Das war bisher sozusagen ein technisches Gesetz, in dem Regelungen vorhanden waren, wie zu verfahren ist im Falle der Übertragung eines Organs. Aber jetzt steht zum ersten Mal drin,
dass dieses Transplantationsgesetz auch da ist, um eine Mehrzahl an Organen zur Verfügung zu haben, die tatsächlich auch verpflanzt werden. Denn zum ersten Mal haben wir also das Ziel formuliert, dass das auch Absicht mit der Neuregelung des Transplantationsgesetzes ist. Das ist etwas für Feinschmecker. Viel wichtiger sind Regelungen, die in der Öffentlichkeit gar nicht so sehr diskutiert worden sind. Aber Professor Gummert wird Ihnen sicherlich gleich bestätigen, warum es zwei Regelungen sind, die sehr wichtig sind und ich sie deshalb kurz nenne. Das erste ist die Schaffung eines Transplantationsbeauftragten. Ich bin mir völlig sicher, dass am Ende die Entscheidung, ob uns eine Verbesserung der Transplantationsmedizin in Deutschland gelingt, von vielem abhängt. Von wissenschaftlichen Forschungen, von der ärztlichen Kunst, von der Fähigkeit, von der Qualität der pflegerischen Betreuung in den Krankenhäusern und zu allerletzt von Gesetzgebung und von Juristen. Ich bin Jurist und überschätze sozusagen den Beitrag, den wir zu dieser Frage beitragen können, nicht. Trotzdem, was Gesetzgebung tun kann, Gesetzgebung kann offene Fragen klären, kann Richtungen angeben und das war hier notwendig. Es gab bisher in der Vergangenheit im alten Transplantationsgesetz eine Regelung, die hat gesagt, Krankenhäuser sollen einen Transplantationsbeauftragten haben, das heißt einen Menschen, der sich darum kümmert, dass Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass transplantiert werden kann, dass darauf geachtet wird, welche Patienten kommen überhaupt in Betracht als spätere Spender. Und wie bringt man die mit den Patienten zusammen, die auf ein Organ warten? Einen Schluss hat der Gesetzgeber, haben wir jetzt mit der Neuregelung aus den Missständen der Vergangenheit gezogen. Wir haben gesagt, wir können das nicht mehr der freiwilligen Einschätzung in den Ländern und in den Krankenhäusern überlassen, sondern wenn wir wirklich zu Verbesserungen kommen, dann müssen wir fest vorschreiben, dass die Krankenhäuser eine Person bestimmen, der sich verantwortlich fühlt für das Transplantationsgeschehen in einer Klinik und in dieser Funktion im Krankenhaus auch ernst genommen wird. Und das nicht nur so mit nebenher läuft, sondern der sich verantwortlich fühlt, auf den gehört wird. Und der auch dafür verantwortlich ist, dass die Abläufe in den Krankenhäusern so weit wie möglich optimiert werden. Ich glaube, dass allein diese Regelung die Hälfte des Gewinns durch das neue Transplantationsgesetz ausmacht. Das Zweite, was hinzugekommen ist, das wissen die meisten auch nicht, wir haben eine wirklich nennenswerte Verbesserung bei den sogenannten Lebensspendern einbringen können in das neue Gesetz. Das müssen Sie sich so vorstellen, und ich wusste es vor einigen Jahren auch noch nicht. Ich habe das erst aus vielen Briefen erfahren, und Professor Gummert und Frau Freitag kennen das wahrscheinlich aus der klinischen Praxis. Es gibt aufgrund der Vielzahl der Krankenkassen, die wir haben, eine ganz unterschiedliche Praxis, wie Lebensspender behandelt werden. Zum Beispiel, wie Arbeitgeber mit der Person umgehen, die als Lebende zum Beispiel eine Niere spenden und dann möglicherweise erkranken. Da hat es in der Vergangenheit bei einigen Arbeitgebern Entlassungen gegeben, aufgrund der Tatsache, dass sich jemand bereit erklärt hat, Lebensspender zu sein. Es hat viele Missstände bei einigen Krankenkassen gegeben, die nicht eingesehen haben, bei gesundheitlichen Spätfolgen einer Nierenspende zum Beispiel, für diese Spätfolgen tatsächlich Verantwortlichkeit zu zeigen und die Kosten der Behandlung zu übernehmen. Mag ein Grund dafür sein, weshalb bei der Lebensspende immer noch so große Verunsicherung in Deutschland herrscht, selbst da, wo man relativ gefahrlos ein Organ abgeben kann, ohne selbst nennenswert in seiner Lebensqualität beeinflusst zu sein. Das war die dritte Neuregelung, die es gegeben hat in dem Gesetz. Die entscheidende Neuregelung, über die ist am lautesten in der Öffentlichkeit gestritten worden. Das ist die Frage nämlich, ob wir die Menschen zwingen, Organspender zu sein oder ob wir es in einer freiwilligen Entscheidung lassen. Ich habe vorhin gesagt, das war der große Streit, den es bei Schaffung des Transplantationsgesetzes in den 90er Jahren bis 1997 gab.
Da gab es zwei ganz unterschiedliche Denkschulen. Die einen haben gesagt, wir müssen das machen wie in Belgien, wie in Spanien, wie in Österreich. Da ist jeder Organspender, es sei denn, man meldet sich und sagt, ich will es nicht sein. Oder aber man geht den anderen Weg, den ist Deutschland gegangen mit dem Transplantationsgesetz 1997. Hier bei uns wurde gesagt, es ist keiner Organspender, es sei denn, man meldet sich, füllt einen Ausweis aus und sagt, ich möchte Organspender sein. Also eine ganz umgekehrte Systematik im Vergleich zu Spanien, Belgien und Österreich. Und wir haben uns sehr nachhaltig überlegt, wie man mit diesem Konflikt aus der Vergangenheit umgeht. Wir haben uns natürlich umgehorcht in unseren eigenen Fraktionen, Kollege Kauder in der CDU-Fraktion, ich in der SPD-Fraktion, und wir haben die Lösung, die Professor Gummert sicherlich gleich befürworten wird, die sogenannte Widerspruchslösung, das ist die österreichische Lösung, die ich gerade berichtet habe, jeder ist Organspender, wenn er nicht widerspricht. Wir haben mal sehr nachhaltig geprüft, ob wir eine Mehrheit im Deutschen Bundestag für eine solche Lösung bekommen würden. Wir sind weit entfernt davon, nur um das gleich vorneweg zu sagen. Und deshalb war die Schwierigkeit die, eine Lösung zu finden, die zwischen der Einverständnislösung, wie wir sie im deutschen Recht hatten, keiner ist Organspender, es sei denn, er sagt, ich will es, und der österreichischen Lösung, jeder ist Organspender, es sei denn, jemand sagt, ich will es nicht, zwischen diesen beiden Extremen eine Lösung zu finden, die die Rechtslage mindestens verbessert. Das ist die sogenannte Entscheidungslösung, die wir vorgeschlagen haben und die jetzt mit großer Mehrheit auch im Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist. Und die Entscheidungslösung sagt, wir wollen, dass sich jeder Mensch zu Lebzeiten entscheidet, ob er Organspender sein will oder nicht. Und wir müssen eine Stelle finden, die auf die Menschen, auf die Einwohner, auf die Bürgerinnen und Bürger zugeht und sie genau das fragt. Und da haben wir große Sachverständigenanhörungen im Deutschen Bundestag gehabt. Ihre Kollegen, Professor Gummert, waren auch alle da. Wir haben überlegt, kann das die Führerscheinbehörde sein? Kann das die Personalausweisbehörde sein? Die Experten, die wir hatten, insbesondere die medizinischen Experten, haben sämtlich gesagt, wenn die Behörde oder wenn die Stelle ausgesucht wird, die auf die Menschen zugehen soll, dann muss das eine Stelle sein, die irgendwie was mit Gesundheit zu tun hat. Das ist der Grund dafür, weshalb wir auf die Krankenkassen gekommen sind. Bei den Krankenkassen sind sie alle irgendwie Mitglied, da wir Pflichtversicherungen in Deutschland haben. Und wir haben die Krankenkassen in ihrer Gesamtheit an einen Tisch geholt und haben ihnen gesagt, ihr müsst jetzt die Last der Informationsarbeit gegenüber euren Versicherten erbringen. Und wir sagen den Menschen in Deutschland, wir werden euch mit der Frage, ob ihr Organspender sein wollt, jetzt in Zukunft auf die Pelle rücken. Wir werden euch fragen, wollt ihr es sein, ja oder nein, und bitten euch um eine Antwort. In den bestimmten Zeitabständen, nach 2 Jahren, wiederholt man das Ganze und vielleicht nach 5 Jahren nochmal. Ich bin der Überzeugung, es gibt in diesem Lande kein Recht auf Gleichgültigkeit. Niemand kann von sich sagen, ich möchte mit dieser Frage nicht belästigt werden. Ich halte es nur für richtig zu sagen, ich möchte diese Frage nicht beantworten. Aber niemand kann sagen, ich möchte mit einer solchen Frage nicht belästigt werden. Schon darüber, Professor Gummert, hat es großen Streit gegeben. Es gibt Vertreter, auch im Deutschen Bundestag, einer Vorstellung von Freiheit, die glauben, dass Freiheit schon bedeutet, dass man gar nicht erst gefragt wird. Ich sage, Freiheit bedeutet, dass man zwar gefragt wird, aber sich dann entscheiden muss, ob man antwortet. Muss man antworten? Ich sage eindeutig ja. Warum? Weil für mich ist die Frage, ob ich Spender eines Organs nach meinem Tode bin und sein will, für mich ist das eine Frage, die ins Leben gehört. Und es ist eben auch eine irrige Vorstellung, wenn ich mich dieser Fragestellung verweigere,
und die Frage für mich selbst nicht beantworte, dass sie dann offen bleibt. Wenn ich mich nicht entscheide, meine Damen und Herren, heißt das nur, dass ich dieselbe Frage auf Angehörige abwälze. Dann wird im Fall meines Todes, wenn ich keinen Organspendeausweis habe, und wenn ich meinen Willen auch nicht an irgendjemand Drittes weitergegeben habe und dort hinterlegt habe, dann wird eben gerade in der Stunde des Todes der nächste Angehörige, die Ehefrau, der Ehemann, Tochter oder Sohn, dann wird gerade in der schwersten Stunde, wenn der Tod übermittelt wird, gleichzeitig auch noch gefragt, können Sie sich vorstellen, dass Ihr Ehemann, Ihre Ehefrau, ihre Organe, seine Organe oder ihre Organe zur Verfügung stehen. Das halte ich, offen gesagt, eigentlich für eine unzumutbare Situation. Sowohl für die Angehörigen, die gerade ihren liebsten Menschen verloren haben, wie auch für die Ärzte, die Aufklärungsarbeit in einer solchen Stunde leisten müssen. Und Frau Freitag, das werden Sie selbst beantworten, an der Grenze der Zumutbarkeit auch für diejenigen, die die seelische Betreuung in solchen Situationen zu erfüllen haben. Deshalb mein dringendes Plädoyer, und deshalb mache ich auch solche Veranstaltungen, wenn Sie sich vorstellen können, Organspender zu sein, dann entscheiden Sie diese Frage rechtzeitig. Die Entscheidung darüber gehört ins Leben und darf nicht über die Grenze des Todes auf andere verschoben werden. Ich würde Ihnen auch gleich noch sagen, welche Regelungen wir ins Gesetz aufgenommen haben, um das Bild rund zu machen. Es gibt in Deutschland immer wieder Diskussionen darüber, dass wenn es zu wenige Organe gibt, dann muss man vielleicht den Menschen einen stärkeren Anreiz geben. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, da gibt es viele, die in Deutschland sagen, man sollte das bezahlen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber es gibt Überlegungen, die finden in der Debatte immer wieder statt, ob man nicht denjenigen, die sich bereit erklären, als Organspender zum Beispiel eine Absenkung des Krankenkassenbeitrags verspricht. Oder ob man ihnen das Vorrücken auf der Warteliste anbietet. Oder ob man ihnen Vergünstigungen bei den Krankenkassenleistungen an. All solche Debatten gibt es. Ich selbst gehöre immer zu denjenigen, die diese Debatten abwehren. Weil auf den ersten Blick erscheint vieles plausibel, um Anreize für die Menschen zu setzen, sich zum Organspender zu erklären. Aber der zweite Blick auf solche Diskussionen sagt mir immer, der Einstieg in die Kommerzialisierung der Organspende ist nach meiner festen Überzeugung das Ende der Organspende in Deutschland. Wenn wir eine Praxis beenden, in der die Organspende ein Akt der Nächstenliebe, der Mitmenschlichkeit gegenüber dem Nächsten und gegenüber anderen Menschen ist, altruistische Organspende, wie wir das nennen, wenn wir diese Praxis beenden und einsteigen in ein Anreizsystem hin zu einer Kommerzialisierung der Organspende, dann bin ich der festen Überzeugung, dann werden wir keine Steigerung der Organbereitschaft, Spendebereitschaft in Deutschland erleben, sondern das wird abbrechen, weil viele den Verdacht haben, dann geht das Ganze seinen falschen Weg. Deshalb, wenn ich einen Strich drunter mache, meine Damen und Herren, ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir mit dem neuen Organspendegesetz erreicht haben. Ich hätte mir weitergehende Schritte vorstellen können, aber es sind wichtige Schritte gegangen worden und ich freue mich darüber, dass sie in großer Gemeinsamkeit, ohne parteipolitischen Hader im Deutschen Bundestag, am Ende mit großer Mehrheit verabschiedet werden konnten. Ich hoffe, Herr Gummert, es wird ein Beitrag sein, um auch die Praxis der Organspende in Deutschland zu verbessern. Herzlichen Dank. Ja, Herr Schneider, das war letztendlich für mich jetzt gar nicht so einfach, weil ich kann so viel dem zustimmen. Und ich freue mich natürlich, dass Sie das auch von vornherein sagen. Vielleicht hätte man andere Dinge doch noch besser gemacht. Und ich bin enttäuscht, würde ich fast sagen, dass
doch die Mehrheit der Abgeordneten dann nicht dahinter steht. Und man würde sich wünschen, dass man die vor allem dahinter steht, denn die Bevölkerung ist ja mehrheitlich dafür. Wenn man sich jetzt überlegt, so Großprojekte, Stuttgart 21, Volksbefragung, ich weiß nicht, wie viel Prozent dafür da gestimmt haben, 50, 55 vielleicht, dann wird so ein Riesenprojekt durchgezogen. Und hier eine Sache, die Mehrheit der Bevölkerung im hohen Maße möchte, 70%, dass da das Ganze dann so schwierig ist. Vielleicht wäre das mal das für eine Volksbefragung. Dann meine Kernkompetenz, denn ich bin nicht Politiker, sondern ich bin Arzt und deswegen möchte ich einfach für die Diskussion einfach so ein paar Dinge über das Thema Organspende, insbesondere natürlich auch aus der Perspektive einer herzchirurgischen Klinik erläutern. Und man kann mit Stolz sagen, dass Mühlhausen nach wie vor das größte europäische Herztransplantationszentrum weiterhin ist, und zwar mit großem Abstand, 77 Transplantationen im letzten Jahr. Und Sie sehen Berlin, München, Leipzig, Hannover, das sind dann die Zentren, die danach folgen. Und da bin ich doch recht stolz auf meine Mitarbeiter, vor allen Dingen, dass wir das immer noch so hier in dieser Region sind und eben auch überregional diesen Ruf haben. Sie sehen, 91 war mal ein ganz großes Jahr, 148 Transplantationen sind hier durchgeführt worden. Und dann ist es langsam zurückgegangen und aus vielfältigen Gründen, muss man sagen, ist die Zahl der Organspenden einfach weniger geworden. Und die Warteliste, die ist hier zu sehen, sind 250 Patienten, die auf der Warteliste derzeit nur in Oeynhausen sind. Ungefähr 1000 Menschen allein für die Herztransplantation. Das ist mengenmäßig natürlich relativ wenig, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Dingen, aber wenn man selber betroffen ist oder als Arzt mit diesen Betroffenen arbeitet, dann ist das schon eine Zahl, die dann zu denken gibt. Und wir müssen einfach versuchen, diesen Menschen zu helfen. Die mittlere Wartezeit auf ein Spenderorgan für Patienten, die so schwer krank sind, dass sie letztendlich jeden Moment an ihrer Erkrankung sterben können auf der Warteliste. Die war mal 2000 im Bereich von 10 Tagen. Auch das war schon relativ lange. Und inzwischen sind das fast 100 Tage im Mittel, die diese Patienten waren. 100 Tage. Das sind teilweise Menschen, die leben bei uns 9 Monate auf der Intensivstation und waren auch kein Spenderherz. Das sind Einzelschicksale, aber das ist das, was wir in der täglichen Arbeit natürlich dann sehen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß dann auch nicht mehr, was ich dann bei der Visite sagen soll. Also, und es wird schon klappen und irgendwann wird es vielleicht gehen. Das, was ja immer dann auch von uns Ärzten dann in die Presse gegeben wird, univentrikuläre Herzunterstützungssysteme, Kunstherzen, all diese Dinge. Sie sehen, von 2004 bis 2011 200 auf 600 angestiegen. Das ist schon eine ganz gewaltige Zahl. Aber man darf dabei nicht vergessen, diese Systeme ersetzen niemals ein Herz. Und deswegen ist ein Spenderherz das größte Geschenk, was Sie so einem Menschen machen können. Das ist keine echte Lebensqualität. Es ist eine gewisse Lebensqualität und wir sind dankbar, dass wir solche Systeme haben. Aber es ist immer noch besser, eine Transplantation durchzuführen. Und deswegen kann man nur dafür plädieren. Vielleicht ganz kurzer Abriss aus der Geschichte. Das ist hier ein ganz berühmtes Bild, Heilige Kosmas, Heilige Damian, Heilige Diakon, Justinian. Da wurde hier extra das Bein schwarz gefärbt, damit man auch erkennt, dass es ein gespendetes Bein ist. Wobei ich befürchte, fast zu diesen Zeiten war das mit der Organspende nicht ganz so freiwillig, wie das heute war, wenn das denn geklappt hätte. Aber ernsthaft fing das erst an 1913. Und Sie sehen hier diese Runde, an denen die Experimente durchgeführt wurden. Da wurde das Bein auch hier weiß und schwarz entsprechend gefärbt, um an dieses Bild so ein bisschen zu erinnern. Hier ging es um was ganz anderes. Hier ging es einfach darum, ob man Gefäße miteinander vernähen kann. Grundlage für all das, was wir heutzutage tun. Hat dafür auch den Nobelpreis bekommen. Und hat aber gesehen, man kann Herzen dann verpflanzen. Die schlagen für ein paar Minuten bis Stunden, aber dann hören die auf. Das war der Anfang. Das sind die Herren, die das entwickelt haben, was wir heutzutage tun, die Herztransplantation. Shumway und Lauer, Shumway, Stanford University in Amerika. Und das ist auch so ein Lehrstück,
wie der Ruhm in der Medizin verteilt wird. Diese beiden haben das jahrzehntelang bearbeitet und dann ist dieser Herr Christian Barnard für ein paar Jahre nach Amerika gekommen, hat das gelernt, wie das Ganze geht, ist zurück nach Kapstadt gekommen und hat dann die erste Herztransplantation bei Menschen durchgeführt. Shumway hat das dann 3 Monate später in Stanford gemacht. Und jetzt frage ich Sie ganz ehrlich, wer kennt den Namen Barnard und wer kennt den Namen Shumway? Und das ist so eine Sache, die, ja, das ist menschlich einfach. Shumway wollte den Namen Barnard nie wieder hören. Ich hatte selber das Vergnügen, mit ihm zu arbeiten in Stanford und das war ein Name, den durfte man einfach nicht erwähnen. Ja. In Kapstadt gibt es so ein Transplantationsmuseum, da ist das dargestellt mit Schaufensterpunkten, wie die Transplantation dann damals durchgeführt wurde. Also wer jemals die Gelegenheit hat, sich für sowas interessiert, das ist schon eindrucksvoll zu sehen, wie das gemacht wird. Damals war das natürlich auch so, da wurde zum Beispiel ein Bild der Organspenderin dann veröffentlicht. Das würde man heutzutage alles nicht mehr tun, weil man weiß, dass so etwas psychologisch sehr unglücklich ist. Aber gut, damals war das natürlich so. Also das sind so die ersten Patienten. 18 Jahre lebte der Dieter nach der Transplantation. Herr Bleiberg, der hat leider Gottes dann nach 1,5 Jahren einen Tumor entwickelt, hat das aber auch ganz gut mitbekommen. Und das ist ganz wichtig, man kann eben damit eine hohe Lebensqualität erreichen. Es ist eine der, sage ich mal, technisch einfacheren Operationen sogar. Es ist eher das Emotionale drumherum und die Vor- und Nachbehandlung, die das Ganze so komplex machen. Es sind letztendlich, wenn Sie so wollen, 4 Gefäßverbindungen, die da geschaffen werden. Aber es ist schon ein ganz besonderer Moment, wenn so etwas dann auch funktioniert. Das muss man ganz klar sagen. Das ist etwas, was man eben auch leider dann immer zeigen muss. Die Patienten haben eine sehr gute Prognose, das sind jetzt Zahlen aus Mühlhausen, aber das ist vergleichbar mit dem, was auch im weltweiten Register zu finden ist. Nach 120 Monaten, also nach 10 Jahren, leben ungefähr 55-60% der Patienten. Und das ist etwas, was ganz fantastisch ist, wenn man normalerweise eben sonst mit der Erkrankung versterben würde. Eine hocheffektive Behandlungsmethode. Ganz kurz zum Thema Transplantationsgesetz. Das alte Gesetz seit Dezember 1997 gültig, die erweiterte Zustimmungslösung. Und das ist eben ganz wichtig. Herr Bauer hat es vorhin schon dargestellt. Der Wille des Verstorbenen zu Lebzeiten hat Vorrang. Das Problem ist nur, diesen Willen kennt eigentlich fast niemand. Und dann sind die Angehörigen gefordert. Sie haben sehr eindringlich geschildert, was das für eine emotionale Belastung ist, was man seinen Angehörigen aufbürdet, wenn man nicht vorher darüber geredet hat. Und dabei ist es gar nicht, glaube ich, so wichtig, dass man diesen Ausweis dann ausfüllt und in der Tasche hat, sondern es ist wichtig, dass man darüber geredet hat, da dieser Ausweis ja leider keinen amtlichen Charakter hat, wenn man so möchte. Das heißt, in der Praxis ist es natürlich so, wenn jetzt die Angehörigen ganz vehement widersprechen und sagen, ja, der hat zwar einen Organspendeausweis, aber wir sind dagegen und der wollte vielleicht doch nicht, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, Organe dann zu entnehmen. Und das ist so die Schwierigkeit, deswegen ist ganz wichtig, die Angehörigen oder die Menschen müssen vorher drüber reden. Und was mir auch ganz wichtig ist, das ist in Deutschland hervorragend geregelt. Die Bereiche Organentnahme, Organvermittlung und Organübertragung sind getrennt. Das heißt, in Deutschland haben wir die Situation, dass dort keinerlei unsaubere Dinge gemacht werden. Das ist etwas, was ganz wichtig ist und nicht oft genug betont werden kann. Die Gewaltenteilung geht auch in anderen Bereichen und hier ist es eben auch. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation kümmert sich nur um die Organspende, hat nichts mit den Patienten zu tun, die dann transplantiert werden. Und die Verteilung, die sogenannte Allokation, wird durch Eurotransplant gemacht, die nichts mit der Organspende wiederum zu tun hat. Und die Transplantation von einem Transplantationszentrum, was mit den beiden auch nichts zu tun hat. Somit ist das sauber getrennt. Man kann in Deutschland, ich würde auch sagen in Europa, ganz sicher sein, dass da nichts gemacht werden kann, was dem Gesetz zuwiderläuft. Was vielleicht viele nicht wissen, Eurotransplant umfasst leider nicht ganz Europa. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, das alles zu machen. Die Franzosen haben ihre eigene Organisation, die Spanier, die Italiener, die Schweiz sowieso und dann die skandinavischen Länder. Da gibt es zwar eine gewisse Zusammenarbeit, aber das ist auch
etwas, was man sich wünschen würde, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Austausch stattfindet. Und die Grundsätze dieser Vermittlung sind letztendlich, sollen die Organe nach Erfolgsaussichten vermittelt werden, nach der Dringlichkeit, Chancengleichheit und freie Arztwahl. Wir werden als Transplanteure immer wieder attackiert, wenn wir Patienten ablehnen und nicht auf die Warteliste setzen wollen. Das ist beim Vorgänger Professor Körfer passiert, das ist mir jetzt auch passiert, wo wir einen Patienten, den wir nicht für geeignet hielten, dass er die postoperative Behandlung durchführen kann, dass wir dem gesagt haben, nein, wir transplantieren nicht, weil dann bist du sowieso sofort hinterher tot. Du kannst einfach diese komplizierte Behandlung, die hinterher nötig ist, nicht durchführen. Und dann wird das gleich, weil es jetzt unglücklicherweise dann jemand war, der aus dem Ausland hierher kam, dann wird es gleich wieder mit Ausländerfeindlichkeit gleichgesetzt. Und das ist etwas, was ganz bitter ist, aber wir sind aufgerufen als Ärzte dann, das, was im Gesetz steht, dann auch mit Leben einfach zu erfüllen. Man kann es nicht immer ausformulieren. Man kann nicht im Gesetz ein Kochbuch bei dem Arzt liefern, wie er das macht. Aber das ist etwas, was manchmal nicht so einfach ist. Was vielleicht für Sie ganz interessant ist, Blutgruppen müssen kompatibel sein bei der Transplantation. Das ist ganz wichtig. Und deswegen gibt es auch unterschiedliche Wartezeiten bei unterschiedlichen Blutgruppen, weil es einfach um die Häufung geht und Größe und Gewicht. Das sind die Dinge. Ganz komplexes Gebiet, die Hirntoddiagnose. Das ist etwas, wo die Emotionen dann sehr hoch kochen können, aber auch nur bei wiederum wenigen. Denn wenn man das einmal verstanden hat, worum es geht, dann ist das, denke ich, ganz klar. Es lässt sich durch klinische Untersuchung und durch ergänzende apparative Untersuchung eindeutig feststellen, ob ein Hirn abgestorben ist oder nicht. Und jetzt haben wir einfach das Problem, dass viele Menschen auf der einen Seite eine Patientenverfügung haben. Die haben im Gegenteil Angst davor, dass die Ärzte seelenlose Apparatemedizin betreiben und jeden, der schon hirntot noch am Leben erhalten, in anderer Form einen Apparat anschließen. Und auf der anderen Seite haben sie Angst, dass wir nicht alles tun würden, damit jemand umso schneller hirntot wird, damit wir an die Organe herankommen. Das sind Ängste, die in der Bevölkerung da sind und die muss man natürlich auch ernst nehmen. Man kann da nicht einfach drüber hinweggehen, auch wenn man selber überzeugt ist, dass das eindeutig geregelt ist. Und deswegen kann man immer wieder nur aufklären. Das ist zum Beispiel, das glaube ich, kann man sehr leicht verstehen. Das ist eine Gefäßdarstellung der Arterien, die das Gehirn mit Blut versorgt. Das ist ein normaler Befund. Und das ist ein Befund bei einem Verstorbenen, einem Hirntoten, da wird das Hirn nicht mehr durchblutet. Das ist wirklich ganz eindeutig und ganz klar. Und es gibt andere Untersuchungsmethoden, da werden rote Blutkörperchen mit einer radioaktiven Substanz markiert. Das wird dann hier mit einem Scanner untersucht. Das ist ein Normalbefund. Sie sehen hier die schwarz markierten, diese schwarzen Areale. Da ist Blut vorhanden, da ist Durchblutung vorhanden. Und hier sehen Sie, dass das gesamte Hirn nicht mehr durchblutet wird. Und das ist eindeutig Hirntod. Man muss als Arzt auch akzeptieren natürlich, dass es religiöse Gründe gibt, dass man sagt, ich komme mit dem Hirntod-Konzept nicht klar, ich habe dort andere Vorstellungen. Das kann man auch akzeptieren und ich wäre der Letzte, der da irgendjemand dann überzeugen möchte. Nur, man muss auf der anderen Seite dann aber auch anderen zubilligen, die dieses Konzept verstehen und glauben, dass das für die dann auch in Ordnung ist. Und es ist leider wie so oft, dass Minderheiten, kleine Minderheiten, muss man sagen, Verunsicherungen dann aus Unwissenheit oder Überzeugung dann betreiben. Und da gibt es so, im Internet ist das ja jetzt relativ einfach, Dinge zu verbreiten, ohne dass man dann dort widerspricht. Da wird zum Beispiel dann hier so beschrieben, Hirntote müssen auf dem Operationstisch festgeschnallt werden, sie erhalten Medikamente zur Ruhigstellung. Das ist einfach eine fahrlässige Darstellung, die so ja nicht richtig ist. Die müssen natürlich festgeschnallt werden, weil diese Operationstische hin und her bewegt werden müssen, damit man als Chirurg dann besser arbeiten kann. Und wenn jetzt bei einer Organspende so jemand von einem Operationstisch runterrutscht, dann ist das Ganze vorbei, dann kann man auch keine Organe mehr nehmen. Aber so wird dann letztendlich gearbeitet. Da wird so unterschwellig angedeutet, naja, so ganz tot ist er nicht, denn sonst müsste man ja nicht feststellen. Das ist etwas,
wo wir immer wieder gegen kämpfen, und da gibt es viele andere Dinge. Oder denken Sie an diese Schlagzeilen. Das ist schon noch lange her, aber sowas gibt es dann immer wieder mal, wo sowas dann hochkommt. Das heißt, wir kämpfen immer damit, dass die Öffentlichkeit auf der einen Seite sich auch so ein bisschen daran erfreut, dass an diesen sensationslüsternen Dingen oder denken Sie an diese Kinofilme Fleisch, ich glaube, das kennen alle, wo dann so ein krimineller Arzt einen Organhandel betreibt und Menschen entführt, oder im Tatort war das jetzt vor einigen Monaten, wo da angeblich in einer Hamburger Garage solche Sachen dann gemacht würden. Alles abstrus, alles ganz fürchterlich. Aber das trägt immer dazu bei, dass in den nächsten Wochen nach so einem Film die Diskussion wieder hochkocht, naja, es geht doch alles nicht mit rechten Dingen zu. Das ist ganz schwierig. Falls Herzexplantation oder auch Organexplantation, das sind Operationen, die unter sterilen Bedingungen natürlich durchgeführt werden müssen. Das geht gar nicht anders. Das Herz wird sehr sorgfältig dann inspiziert, wird ein Herzstillstand herbeigeführt. Man hat maximal 4 Stunden Zeit, dann das Organ dann auch zu verpflanzen. Hier gibt es andere Organe, wo Konservierungszeit sehr viel länger nimmt, Niere 48 Stunden, Leber 24 Stunden, das Herz, das muss am schnellsten transportiert werden. Und deswegen ist das häufig auch eine ganz schwierige Angelegenheit. 2011 ist die Zahl der Organspender leider wieder ein bisschen rückläufig. Und ich hoffe sehr, dass sich das natürlich jetzt wieder bessert. Wenn Sie sehen, das spiegelt sich auch hier bei den Organen wieder, Niere und Leber ist deutlich rückläufig. Beim Herz ist die Zahl leider konstant auf einem sehr niedrigen Niveau. Das liegt einfach daran, dass die Organspender immer älter werden. Wir sehen jetzt schon eine deutliche Zunahme des Spenderalters und dann ist häufig das Herz leider nicht mehr geeignet. Aber auch Fortschritte in der Neurochirurgie, Fortschritte in der Unfallchirurgie, Abnahme tödlicher Unfälle. Ich bin der Letzte, der jetzt sagt, das ist schlecht, aber auch das führt natürlich dazu. Und das ist eine ganz kleine Anekdote. In Amerika ist die Zahl der Organspender relativ stabil. Und eine der häufigsten Ursachen für einen Hirntod dort ist eine selbst zugefügte Schusswaffenverletzung, wenn die halt mit ihren Gewehren da oder Pistolen hantieren. Ich möchte jetzt aber auch nicht für ein lockeres Waffengesetz. Auch das ist ganz klar. Das ist die Haupttodesursache, und zwar, wenn man Gefäßerkrankungen im Gehirn hat, die dann zu Blutungen im Gehirn dann führen. Das sind 60% der potenziellen Organspender. Also das, was man sonst immer gedacht hat, hier der Motorradfahrer, wenn der im Sommer wieder losfährt, dann können wir auch mehr transplantieren, das ist Vergangenheit. Das ist zum Glück, muss man sagen, Vergangenheit und ist nicht so. Das Alter der Organspender, hier sehen wir das am Alter der über 65-Jährigen, das ist von 15% auf 30% gestiegen. Das sind insbesondere die Nierenspenden, die das ausmachen. Und zwar hat man eben überlegt, gut, wir nehmen dann auch eine Niere von einem 70-jährigen Organspender und transplantieren die dann auch einem 70-jährigen, damit wir diese extrem lange Wartezeit dort verringern. Leider ist es aber so, je älter die Spenderorgane sind, desto schlechter ist dann irgendwo auch wieder die Prognose. Und deswegen ist das schon etwas, wo man drüber diskutieren muss. Organspenden pro Region und Bundesland, und da sieht man eben, dass das viel mit Engagement zu tun hat. Nicht nur die politischen Rahmenbedingungen sind wichtig, sondern auch das, was der Einzelne dann eben ausmachen kann. In Nordrhein-Westfalen sind wir hier, leider Gottes, 2011 bei 13,6 Organspender pro Million Einwohner wieder angelandet. Wir waren 2009 mal bei 14,5 und Deutschland gesamt 14,7. Leider relativ niedrig. Und die Entscheidung zur Organspende, das ist hier dargestellt einmal Zustimmung auf der einen Seite, Ablehnung auf der anderen Seite. Und Sie sehen, der schriftliche Wille bei der Zustimmung ist bei 9% vorgewiesen, das wird ein Organspendeausweis gewesen sein in aller Regel. Schriftlicher Wille Ablehnung 1,1%, also verschwindend geringe Zahl. Und der vermutete Wille, mündliche Wille, das spielt letztendlich die Hauptrolle hier in diesem Bereich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dort weiter aufklärt und diese Organspendeausweise dann ausfüllt. Und hier sehen Sie, es waren 1799 potenzielle Organspender und
fast 500 wurden abgelehnt nach der Hirntodfeststellung. Und das sind die Gründe. Ablehnende Einstellung des Verstorbenen bekannt, wobei man dann nie so genau weiß, wird das von den Angehörigen dann so gesagt, wenn das nicht eben schriftlich in Form eines Organspendeausweises fixiert ist. Einstellung des Verstorbenen unbekannt, immerhin fast 200. Das heißt, das sind 200 Organspenden, die verloren gegangen sind, nur weil es vorher nicht bekannt war. Ganz schwierig. Und Sie sehen, ganz wenig nur religiöse Gründe, kein Vertrauen in die Hirntoddiagnostik und so weiter. Das sind Menschen, die man, wenn man noch so viel aufklärt, nicht mitnehmen kann. Das möchte oder das muss man auch nicht versuchen. Das ist ein gutes Recht, derartige Überzeugungen zu haben. Aber hier, in diesem Bereich, da können wir sehr viel tun. Und wenn Sie das jetzt im Ländervergleich sehen, Standard hat es schon angesprochen, Spanien, USA, Frankreich, Österreich, Italien, die sind da natürlich ganz weit vorne. Und es erfüllt mich immer mit Neid, wenn ich die österreichischen Kollegen sehe, die zeigen dann immer Wartelisten und Transplantationen, das ist dort 1:1. Also die haben ca. 80% auf der Warteliste und machen 80 Transplantationen im Jahr. Da gibt es überhaupt keine Probleme, die haben nur Wartezeiten von 10 Tagen, paradiesische Zustände. Und so bitter das ist, da gibt es den einen oder anderen, der dann mal versucht hat, für ein paar Monate nach Wien zu ziehen und dort transportiert zu werden. Und das ist etwas, wo man dann auch eben sagen muss, das ist fürchterlich, wenn in Europa, mitten in Europa, so ein Tourismus dann entsteht, weil es dann natürlich auch wieder nur die begünstigt, die sich sowas leisten können. Das ist eine ganz gefährliche Situation, wenn sowas ist. Auch das führt dazu. Das sind die Länder, die eine wie auch immer geartete Zustimmungsregelung haben, Großbritannien, Deutschland, Niederlande, Schweiz. Und das sind die Länder mit Widerspruchsregelungen, Spanien, Portugal, Belgien, Österreich, Frankreich, Italien, allesamt über 20. Und das ist natürlich ein Punkt, den kann man natürlich nicht wegdiskutieren. Und ich würde das einfach so sagen, ich meine, wir machen Testamente, wir machen viele Entscheidungen im Leben. Wir entscheiden uns irgendwann mal zu heiraten, das ist wahrscheinlich sehr viel schwieriger als Organspende. Meine Frau ist hier, keine Sorge. Das nicht. Aber es ist einfach so. Wir machen so viele Entscheidungen im Leben und deswegen denke ich, ist es durchaus noch auch möglich, dass man dann auch einmal im Leben dann gefragt wird, wie steht man dazu? Ich habe 2 Jahre in Amerika gelebt, da wurde das auf dem Führerschein dann vermerkt. Organspende, ja, nein. Das war ein relativ problemloser Akt und man weiß, ja, 95% der Menschen wissen, dass es Organspendeausweis gibt. Kennen wir die Problematik. Deswegen würde ich für die Diskussion dann von den beiden Zentralneuerungen das herausgreifen, wo man eben diskutieren kann. Was Herr Steinmeier zu Recht gesagt hat, ist, dass endlich im Bereich der Lebensspende die Probleme beseitigt wurden. Das ist ein ganz großes Manko gewesen, das ist ganz bitter gewesen, wenn jemand unter der Lebensspende gelitten hat und dann auch noch sich mit den Kassen auseinandersetzen muss. Das ist was glücklicherweise in der Vergangenheit hat. Und was auch eine ganz wichtige Sache ist, dass jetzt alle Krankenhäuser einen Transplantationsbeauftragten benennen müssen. Das war eben, 8 Bundesländer haben das in ihren, durch das föderale System bedingt, in ihren Ausführungsgesetzen dann vorgeschrieben, aber auch nur 8 Länder. So, jetzt ist aber das Problem bei den Transplantationsbeauftragten die Finanzierung. Wie so oft spielt leider das Geld eine Rolle. Und hier ist etwas, was schwierig ist, in den meisten Krankenhäusern sind das ehrenamtlich Tätige, die eben kein Geld dafür bekommen. Und da wird jetzt immer gestritten, ob die Pauschale, die die DSO an das Spenderkrankenhaus zahlt, dafür reicht, denjenigen für die Zeit, die er als Organ- oder Transplantationsbeauftragter tätig ist, ob man das damit finanzieren kann. Das heißt, Finanzierung ist leider bisher ungeklärt und das wird eben sicherlich ein Problem sein. Die Uni Aachen zum Beispiel, die hat einen hauptamtlichen Transplantationsbeauftragten. Die haben immer so schlecht abgeschnitten in den nationalen Rankings, was die Spenderkrankenhäuser, also die Spenderfrequenz angeht. Da haben die gesagt, so, wir machen das jetzt und finanzieren das. Und das wäre etwas, wo man unbedingt darauf hinwirken muss, dass das hauptamtlich Tätige sind, wenn das eine bestimmte Dimension hat. Da können sich auch Krankenhäuser zusammentun, damit sich das rechnet. Aber das ist, was wichtig ist. Und de facto bleibt es natürlich die erweiterte Zustimmungsregelung, da eben kein Zwang besteht, das Schreiben der Krankenkasse auch zu beantworten. Ich
bin da jetzt einfach so. Ich würde sagen, ich freue mich, dass wir den Spatzen endlich haben, aber ich träume immer noch von der Taube, die auf dem Dach sitzt. Und ich hoffe, dass wir die doch eines Tages dann erleben können. Und zum Schluss hier den Organspendeausweis, den wir in Oeynhausen haben, im praktischen Scheckformat, Kreditkartenformat, der in jedes Portemonnaie passt, unverwüstlich ist. Und ich habe, glaube ich, 60 Ausweise mitgebracht. Das heißt also, wer einen haben möchte, der kann ihn gerne bei mir abholen. Vielen Dank. Das Größte, das hat man in den letzten Wochen in Deutschland an vielen Orten gemerkt. Nicht nur beim Public Flug auf öffentlichen Plätzen, sondern auch im Hörsaal des ganzen Diabeteszentrums gab es ein solches Public Flug. Und dorthin kam ein Fan, der mir in besonderer Weise vor Augen ist beim Vorbereiten dieses Vortrags. Es war ein 7-jähriger Junge. Das war schon im Sommer 2010 zur damaligen Fußball-Weltmeisterschaft. Er kam natürlich im Deutschland-Trikot seines Lieblingsspiels und mit einem rollbaren Kunstrad-System. Ich kann mich an diesen Jungen noch gut erinnern. Ich habe ihn regelmäßig besucht. Damals im Sommer 2010 war er bereits seit 7 Monaten Patient im Zentrum für angeborene Herzfehler. Wenn ich ihn besuchte, dann stand das Kicken immer auf der Tagesordnung. Natürlich nicht mit einem harten Ball, aber mit einem weichen. Und er hatte immer neue Spielideen, mit denen er mich im Wettkampf herausforderte. Und so konnte er für ein paar Minuten vergessen, wie eingeschränkt sein Leben damals war. Er war wirklich sehr schwer krank. Er litt an einer Herzmuskelerkrankung. Die Mediziner könnten das jetzt noch viel klarer erklären, aber Herzmuskelerkrankung, das ist immer so das Schlimmste, was einen treffen kann. Und als der Junge mit seinen Eltern in das Herzzentrum kam, wusste er damals selber und die Eltern genauso, dass ihm nur eine Herztransplantation das Leben retten konnte. Nun ist das mit Organen bei Kindern nochmal eine ganz besondere Situation, denn glücklicherweise ist die Kindersterblichkeit in Deutschland unter 1% gesunken, also sind aber auch die Wartezeiten auf eine Herztransplantation besonders hoch. Zurzeit ist in der Kinderherzklinik ein Junge, der wartet seit 1,5 Jahren auf ein neues Organ. Um diese Wartezeit überhaupt überbrücken zu können, braucht man technische Hilfsmittel, diese sogenannten Kunstherzsysteme. Der kleine Junge, von dem, an den ich mich so gut erinnern kann, bekam ein solches System innerhalb kurzer Zeit im Herzzentrum implantiert und konnte nur so die Wartezeit überhaupt überleben. So ein Kunstherzsystem bekommt man in der normalen Öffentlichkeit in der Regel nicht zu sehen, damit Sie eine kleine Vorstellung haben davon. Das ist ein kleiner Kühlschrank etwa und er ist also rollbar, man kann kleine Distanzen damit zurücklegen, aber er ist immer auf Strom angewiesen, also immer auf eine Steckdose in der Nähe. Nur für eine halbe Stunde kann so ein System über starke Akkus eben von der Steckdose. Ich denke, wenn ich das erzähle, spüren Sie alle, dass es auf der einen Seite ein großer Segen ist, dass es so ein System gibt, damit man überleben kann und die Chance überhaupt hat, so eine Herztransplantation. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich wirklich schwer, an so einer Maschine monatelang zu warten. Und das natürlich besonders für ein Kind. Der Bewegungsspielraum ist extrem eingeschränkt und die Lebensqualität natürlich auch. Für den 7-jährigen Jungen, an den ich mich so gut erinnere, kam das neue Herz nach 8 Monaten. Und damit begann ein neues Leben. Er feiert diesen Tag der Transplantation als seinen 2. Geburtstag, wie viele Erwachsene auch. Inzwischen ist er in der 4. Klasse und zur Kontrolluntersuchung kommt er regelmäßig ins Herzzentrum und man kann sehen, dass es ihm gut geht. Er spielt auch wieder mit Begeisterung Fußball in einem Verein. Die jetzige EM wird er wohl zu Hause am Bildschirm mit seinem Vater und seinem Bruder verfolgt. Ich habe an den Beginn meiner Schilderung, also Ausführungen zur Organspende, bewusst dieses Einzelschicksal gestellt. Denn ich denke, das habe ich jedenfalls in meiner Arbeit als Fahrerin im Herzzentrum immer wieder erfahren, diese Schicksale berühren Menschen. Und sie führen dazu, dass sich Menschen über dieses Thema Organspende informieren. Und dass sie sich dann eben auch entscheiden, wie sie sich selber dazu verhalten wollen. Im Blick auf Kinder hat das nochmal eine ganz besondere Brisanz, das können Sie sich vorstellen. Einmal für Eltern, die in der Regel von einem plötzlichen Tod eines Kindes betroffen sind. Wenn Sie sich im Vorfeld zu
zumindest für sich selbst Gedanken gemacht haben zum Thema Organspende, und sich in dieser schweren Situation des Abschieds vielleicht leichter dafür entscheiden, die Organe ihres verstorbenen Kindes zur Verfügung zu stellen. Und für die Kinder und die Eltern, die selber betroffen sind und auf ein Organ warten, ist es natürlich von einer ganz außergewöhnlichen Wichtigkeit, dass sich Eltern im Vorfeld informiert haben, dass sie davon gehört haben, dass sie sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Denn sonst wird eben in der doch äußerst schwierigen Situation des Abschiedes von einem Kind diese Frage vielleicht einfach als Überforderung abgewertet, ganz spontan. Für alle, die warten auf ein Organ, eine schwierige Situation. So viel das Einzelschicksal zu Beginn. Fragen, die die Organspende betreffen, berühren Fragen von Leben und Tod. Ich denke, deshalb bin ich in meinem Beruf auch gefragt worden, ein Statement zu diesem Thema zu geben. Die beiden großen Kirchen haben im Vorfeld zum Transplantationsgesetzgebung 1997 sich deshalb auch in besonderer Weise des Themas angenommen und dazu eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Ich denke, die Zahlen haben das gezeigt. Viele Deutsche bejahen grundsätzlich die Möglichkeit der Organspende. Aber sehr viele entscheiden sich nicht wirklich. Nur 10% haben einen Ausweis bei sich. Wir haben die Zahlen bereits gehört. Ich glaube, dass das auch etwas zu tun hat damit, dass es eben um diese doch sehr wichtigen Fragen von Leben und Tod geht. Ich möchte jetzt im nächsten eben kurzerweise die wesentlichen Gesichtspunkte schildern, die von Seiten der Kirchen und der großen Kirchen dazu geäußert worden sind. An erster Stelle steht, und das ganz bewusst, dass die Erfolge der modernen Transplantationsmedizin von den beiden großen Kirchen mit Dank und Respekt gewürdigt werden. Es ist schon etwas ganz Herausragendes, dass Menschen, deren Lebenserwartung und Lebensqualität so beeinträchtigt sind durch die unheilbare Erkrankung eines Organs, durch die Möglichkeiten der modernen Transplantationsmedizin eben so große Chancen bekommen, ein neues Leben zu führen. In der gemeinsamen Erklärung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland heißt es, deshalb ich zitiere einmal, nach christlichem Verständnis ist das Leben und damit der Leib ein Geschenk des Schöpfers, über das der Mensch nicht nach Belieben verfügen kann, dass er aber nach sorgfältiger Gewissensprüfung aus Liebe zum Nächsten einsetzen darf. Weil der menschliche Leichnam zu Lebzeiten Träger der menschlichen Person war, verbietet sich natürlich ein respektloser Umgang mit ihm. Doch das Recht auf die Unversehrtheit des Leichnams kann eben zurücktreten zugunsten der Solidarität mit einem schwer Kranken oder gar zum Tod betrogenen Menschen. Deshalb heißt es weiter in dieser Erklärung, wer für den Fall des eigenen Todes die Einwilligung zur Entnahme von Organen gibt, handelt ethisch verantwortlich. Denn dadurch kann anderen Menschen geholfen werden, deren Leben aufs Höchste belastet und gefährdet ist. Angehörige, die die Einwilligung zur Organtransplantation geben, machen sich nicht eines Mangels an Pietät gegenüber dem Verstorbenen schuldig. Sie handeln ethisch verantwortlich, weil sie ungeachtet des von ihnen empfundenen Schmerzes im Sinne des Verstorbenen entscheiden, anderen Menschen beizustehen und durch Organspende Leben zu retten. Die Kirchen beziehen auch ausdrücklich Stellung dazu, dass in früheren Zeiten zumindest das Bekenntnis zur leiblichen Auferstehung die Organspende ausgeschlossen hat. Sie betonen, nicht an der Unversehrtheit des Leichnams hängt die Erwartung der Auferstehung der Toten, sondern der Glaube vertraut darauf, dass der gnädige Gott aus dem Tod zum Leben auferlebt. Leibliche Auferstehung bedeutet eine neue, gewandelte Leiblichkeit. Unterschieden werden bei der Organspende ja grundsätzlich zwei Gruppen. Das ist schon angeklungen bei meinen Vorrednern, Organspende von Toten und die von Lebenden. Im Blick auf die Organentnahme bei einem Toten haben die Kirchen 5 Voraussetzungen benannt. Die medizinische Behandlung und das Bemühen um das Leben eines Menschen dürfen nicht im Blick auf die Organentnahme eingeschränkt werden. Zum Zweiten, der Tod des Spenders muss zweifelsfrei feststehen. Drittens, die Einwilligung muss vorliegen und als rechtliche Voraussetzung erfüllt sein. Im Vierten, der Leichnam darf nicht entstellt werden, die Würde des Verstorbenen zu achten. Und die Gefühle der Angehörigen dürfen nicht leichtfertig verletzt werden. Und zum Letzten, die Verteilung der Organe muss nach Regeln erfolgen.
die sachlich und ethisch begründet sind. Unter diesen Voraussetzungen, denke ich, hat die zweifelsfreie Feststellung des Todes sicher eine ganz besondere Bedeutung, und zwar in dreifacher Hinsicht. Einmal hängt daran die gesellschaftliche Akzeptanz der Organspende, denn das leuchtet allen ein, wer sich sicher ist, dass er vor Organentnahme zweifelsfrei tot ist, wird sich für die Einwilligung in die Organspende entscheiden. Zum anderen ist das für jeden Arzt die sichere Feststellung des Todes eine unabdingbare Voraussetzung. Aus dem Selbstverständnis des Arztes ist es undenkbar, einen Menschen zum Erhalt des Lebens eines anderen zu töten. Und dann ist es eben auch aus christlicher Sicht von grundlegender Bedeutung, denn ansonsten wäre die Organentnahme ja ein Verstoß gegen das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Nun ist nach dem Paragraphen 3 des Transplantationsgesetzes die Voraussetzung für die Organentnahme die Feststellung des sogenannten Hirntodes. Das ist schon angekommen bei meinem Vorredner. Dazu möchte ich noch ein paar Takte sagen, weil es eben auch immer wieder mit Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und eben nicht medizinische Vorkenntnisse haben, also gute Laien sind, ein besonderer Punkt ist, auf dem eben eingegangen wird, an dem viele Fragen entstehen. Der Herztod ist ja ein anschaulicher Tod. Er kann von jedem ohne medizinische Vorkenntnisse wahrgenommen werden. Der Hirntod aber ist anders. Wenn wir einen hirntoten Menschen sehen, dann fühlt es sich eben in der Regel noch warm an. Seine Brust hebt und senkt sich, wie bei einem lebendigen Menschen. Das ist so, weil ein Hirntoter mit Mitteln der Intensivmedizin, dessen Atmung und Kreislauf künstlich aufrechterhalten werden. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass medizinische Laien fragen, ist so ein Mensch denn wirklich tot? Also warum sprechen Mediziner und Juristen nach Eintreten des Hirntodes von einem toten Menschen? Ich möchte eine Neurologin zitieren, die für mich als medizinische Laien das sehr gut deutlich gemacht hat, warum das so ist. Sie ist auch vom Nationalen Ethikrat in dieser Frage als Expertin angerufen worden. Das ist Frau Dr. Förderreiter und sie erklärt, ist der Hirntod festgestellt, ist die Gesamtfunktion des Gehirns erloschen, und zwar unwiederbringlich. Was heißt das? Das heißt, unsere Persönlichkeit und unser Bewusstsein sind dann verloren. Wir können nichts mehr fühlen, nichts denken, nichts wahrnehmen, nichts äußern, nichts entscheiden, weder wach sein und schlafen und träumen. Die körperlich-geistige Einheit, die ein Individuum ausmacht, ist mit dem Eintreten des Hirntodes unwiederbringlich zerstört. Denn das Gehirn in seiner Funktion ist anders als Herz und Lunge durch nichts zu ersetzen. Deswegen ist der Hirntod ein besonderes, sicheres Todeskriterium. Und aus diesem Grund werden eben an Feststellungshirntodes in jedem Fall das Beatmungsgerät abgestellt und alle anderen medizinischen Maßnahmen beendet. Also der Hirntod ist wird nicht nur festgestellt zum Zweck der Organentnahme, sondern ist ein ganz normales Prozedere auf einer Intensivstation. Auf dem Stand dieser medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnis haben auch die Kirchen deshalb in ihrer Erklärung erklärt, der Hirntod bedeutet ebenso wie der Herztod den Tod des Menschen. Am Ende der gemeinsamen Erklärung der beiden großen Kirchen kommt man zu dem Fazit, aus christlicher Sicht ist die Bereitschaft der Grabstelle nach dem Tod kein Zeichen der Nächstenliebe und Solidarisierung mit Kranken und Behinderten. Dieses Fazit ist Ergebnis einer Güterabwägung. Der Solidarität mit einem schwer Kranken wird Vorrang gegeben gegenüber dem vorbehaltlosen Respekt und der Menschenwürde des Verstorbenen. Nun ist eine Spende ihrem Charakter nach freiwillig. Aus christlicher Sicht gibt es daher keine Verpflichtung zur Organspende. Eine Verpflichtung würde das Selbstbestimmungsrecht des Menschen und seine Gewissensfreiheit vor Gott nicht achten. In der Konsequenz wehren sich die Kirchen dagegen, diejenigen moralisch abzuwerten, die sich eben nicht für eine Organspende entscheiden würden. Aber zum anderen setzen sie sich engagiert dafür ein, die Bereitschaft zur Organspende zu wecken und zu stärken. Ich möchte zum Ende meiner Ausführungen noch auf einen Punkt eingehen, und zwar die Lebensspende. Der prominente Gast unseres Podiums, Frank Walter Steinmeier, hat durch die Nierenlebensspende an seine Ehefrau die Aufmerksamkeit in besonderer Weise auch auf diese Form der Organspende gelenkt. Das wichtigste Argument für die Lebensspende ist der ausgeprägte Mangel an Organen, den mein Vorredner Professor Hummert ja sehr anschaulich gezeigt hat in seinen
Ihr Kammer. So beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf eine Niere in Deutschland zurzeit 6 Jahre. Deswegen kommt den Nierenlebensspende nach Auskunft der Deutschen Transplantationsgesellschaft eine wachsende Bedeutung zu. Bei einem Viertel aller in Deutschland durchgeführten Transplantationen handelt es sich bereits um eine Nierenlebensspende und die Tendenz ist steigend. Für die Spender ist die Entnahme einer Niere nicht ungefährlich. Denn durch sie wird natürlich in die körperliche und psychische Unversehrtheit eines Menschen eingegriffen. Im Transplantationsgesetz gibt es deshalb verschiedene Regelungen, um den Lebensspender zu schützen. Grundlegend geschieht es dadurch, dass die Lebensspende immer an einer Spende durch einen Toten nachgeordnet ist. Sie darf also nur angenommen werden, wenn zum Zeitpunkt der Transplantation kein Organ zur Verfügung steht, das von einem Toten stammt. An die medizinische Aufklärung werden bei der Lebensspende verständlicherweise auch sehr hohe Anforderungen gestellt. Es muss in allen Einzelheiten über alle Risiken, über die mittelbaren Folgen und auch die Spätfolgen der Organentnahme aufgeklärt werden. Ebenso natürlich auch ebenso werden von juristischer Seite an die nach der Aufklärung gegebene Einwilligung des Spenders hohe Anforderungen gegeben. Einwilligung muss ohne jeden Zwang erfolgt sein und jederzeit widerrufbar sein. All das wird noch beraten durch eine Kommission, die sogenannte Lebensspendekommission. Sie ist zusammengesetzt von einem Arzt, einem Richter und einem psychologischen fragenerfahrenen Person. Für den Empfänger hat die Lebensspende zwischen Verwandten ersten Grades große Vorteile. Sie lässt sich auf einen günstigen Zeitpunkt festlegen und hat wegen der größeren Übereinstimmung der Gewebeeigenschaften sehr gute Erfolgsaussichten. Das gilt insbesondere für die Transplantationen von älteren Kindern. Nun ist die Lebensspende, so große Chancen sie auch bietet, aber mit der Gefahr des Organhandels verbunden. Und so wird sie in Deutschland beschränkt. Sie ist beschränkt, sie ist unmöglich zwischen Verwandten ersten und zweiten Grades, zwischen Ehepartnern, eingetragenen Lebenspartnern, Verlobten und anderen Personen, die dem Spender in persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen. In allen Fällen wird festgestellt, dass die Beziehung zwischen Spender und Empfänger nicht durch eine Abhängigkeit finanzieller oder emotionaler Art belastet ist und dass die Einwilligung frei erfolgt ist. Ich denke, das hat alles gute Gründe, denn es ist schon ein besonderer Schritt, ein Organ lebend und sei es eben auch ein körperliches Organ wie die Niere abzugeben. Deshalb meine ich, die hohen Standards der modernen Medizin minimieren die Risiken eines solchen Eingriffs, aber eine Garantie darauf, dass eben ein Leben danach keine Beeinträchtigungen haben wird, können sie nicht geben. Es bleibt also eine Frage an den Spender, ob er bereit ist, aufgrund einer Lebensspende möglicherweise auch mit diesen Beeinträchtigungen zu leben. Eben zugunsten des Menschen, der ihm nahesteht und der lebt. Von christlichem Glauben heraus kann eine solche Haltung der nächsten Leben erwachsen. Bemerkenswerterweise belegen Studien jedenfalls, dass die überwiegende Mehrheit der Lebensspender sich wieder für eine solche Spende entscheiden werden. Ganz offensichtlich bleibt die Entscheidung für eine Lebensspende auch auf Dauer sinnvoll, weil sie eben von der Liebe zu einem nahestehenden Menschen getragen wird. Ein Schlusswort. In den USA gibt es den einprägsamen und eindrücklichen Slogan "Don't take your organs to heaven, in Nieten und Earth. Nimm deine Organe nicht mit in den Himmel, wir brauchen sie hier auf der Erde. Ich selber sage aus diesem Grund Ja zur Organspende und trage einen Ausweis mit mir. Aus sichtlicher Sicht, ich habe es dargelegt, kann es meines Erachtens keine Pflicht zur Organspende geben. Ich meine aber, dass es die Pflicht gibt, sich zu informieren und sich dann auch zu entscheiden. Dem trägt die neue Gesetzesregelung Rechnung. Es gibt zu viele Menschen, die auf eine zweite neue Lebenschance hoffen, als dass man meinen wird, sich unentschieden zu dieser Frage verhalten zu können. Nicht zuletzt aber ist es auch ein Gebot der Fairness gegenüber den Angehörigen, sich mit dieser Frage nach dem Tod nicht alleine zu lassen, sondern sich vorher dazu selber geäußert zu haben. Ich darf mich erstmal ganz herzlich hier vorne bei meinen drei Gästen bedanken. Ich glaube, wir sind sehr intensiv in das Thema eingestiegen. Von der politischen über die medizinische bis tief in die ethische Seite. Und ich glaube, dass jetzt bei Ihnen sicherlich auch eine ganze Reihe von Fragen entweder neu entstanden sind oder Sie schon mitgebracht haben.
Und ich würde mich freuen, wenn wir hier jetzt an der Stelle sehr schnell in die Diskussion reinkommen würden, um möglichst viele Ihrer Fragen heute Abend beantworten zu können. Ich schaue mal in die Runde, wer hier den Anfang machen möchte. Und ich sehe es gleich mir gegenüber. Mein Mitarbeiter bringt das Mikro. Ob für meinen Mann die Organe entnommen werden dürfen oder nicht. Ich habe ja gemerkt, wie schwer das ist. Und ich konnte es nur deshalb tun, weil ich schon lange einen Organspendeausweis habe. Ich habe mich gefragt, warum fällt es den Menschen so schwer, das rechtzeitig zu tun, für sich zu entscheiden und diese Entscheidung nicht ihren Angehörigen zu überlassen. Und ich habe dann einen Schritt gemacht, habe meine Geschichte aufgeschrieben und an meine Krankenkasse gegeben als Leserbrief. Die haben diesen Leserbrief sofort veröffentlicht, das fand ich auch sehr klasse. Und ich habe dann sehr viele Reaktionen aus dem bekannten Kollegenkreis bekommen, die mir gesagt haben, Hochachtung für diesen Mut, den du da hattest. Ich habe mich gefragt, warum fällt es den Menschen so schwer, das zu tun, diesen Ausweis auszufüllen. Und sie haben mir gesagt, ja, wir möchten es schon tun. Das ist eben diese Sache, dass in Umfragen immer rauskommt, ja, viele wollen es tun, aber es ist irgendwie diese Trägheit, man tut es irgendwann nicht. Und wie kann man, ich frage mich, was kann ich jetzt tun, außer diesem Leserbrief, Menschen zu überzeugen, diesen Ausweis auszufüllen, nicht nur ja zu sagen in Umfragen, sondern es wirklich zu tun. Und mir wäre persönlich diese Entscheidung, die österreichische Variante, lieber gewesen, denn die Menschen sind dann erstmal Organspender und entscheiden kann ich mich ja trotzdem noch. Aber ich muss in die Socken kommen, wenn ich es nicht tun will. Ja, und ich hätte jetzt gerne gewusst, warum man nicht diese österreichische Variante gewählt hat. Und was ich tun kann zukünftig, wie hat mich und sonst irgendwas, um dieses Thema gehen zu können. Ja, also mein Vorschlag ist, dass wir jetzt nicht die nächsten Jahre darüber jammern, warum es die österreichische Lösung nicht gegeben hat, sondern dass wir zunächst mal akzeptieren, dass wir dafür keine Mehrheit zusammenbekommen haben. Und da hilft Herr Professor Gummert auch nicht der Hinweis sozusagen auf die abstrakt bestehende Spendebereitschaft von 70-80% der Bevölkerung, weil das ist natürlich ein bisschen was anderes. Sobald Sie gleichzeitig die Hirntod-Thematik mit dem zu diskutieren, dann stellen Sie auf einmal fest, dass die Leute, die im Prinzip bereit sind zur Organspende, und bei der Debatte über den Hirntod dann plötzlich wieder anfangen zu zweifeln. Und es ist ja auch unsere Aufgabe gewesen, in den ganzen vielen Veranstaltungen am Ende die Mehrzahl der Fragen, die sich auf die Hirntoddiagnostik beziehen, immer wieder mit einem Argument zurückzuweisen. Das Argument, das wir haben, lautet von mir jedenfalls, mein Argument lautet dann immer, derjenige, der sich auch von den besten Ärzten der Republik nicht überzeugen lässt, dass die Feststellung des Hirntodes wirklich der Tod ist, der hat dann immer noch die Freiheit, sich zu entscheiden, ob er Organspender sein will. Und wenn er die Zweifel nicht ausgeräumt hat, dann muss er sich eben entscheiden, kein Organspender zu sein. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, mit den Zweiflern am Hirntod umzugehen oder an der Hirntoddiagnostik umzugehen. Eine ein bisschen verrückte Debatte bei uns, weil sie eigentlich gar nicht zwischen unterschiedlichen Ärzten geführt wird, sondern wenn ich diejenigen sehe, die auf öffentlichen Veranstaltungen auftauchen, dann ist es in der Regel ein Arzt, der auftritt und die Hirntoddiagnostik erläutert, und eine Berliner Psychologin, die erklärt, warum die Hirntoddiagnostik eben doch keine zuverlässige Feststellung des Todes ist. Ich hoffe, dass wenn für den Fall, dass bei mir mal der Hirntod diagnostiziert worden ist, niemand den Versuch macht, mich da wieder ins Leben zurückzuholen. vielleicht noch einen zusätzlichen Satz. Ob die große Differenz zwischen den unterschiedlichen Systemen, sagen wir mal Österreich, Spanien auf der einen Seite, Deutschland und andere auf der anderen Seite noch besteht. Es hat da im Verlaufe der Jahre, Professor Gummert, auch eine gewisse Angleichung gegeben. Ich habe mir das in Österreich angeguckt, in Spanien angeguckt. Wir haben zwar in Österreich und in Spanien die Widerspruchslösung, aber auch in Österreich und Spanien ist es mittlerweile so, dass obwohl Widerspruchslösung im Falle der Organentnahme vorher immer noch mal die Angehörigen gefragt werden, ob sie mit der Organentnahme einverstanden sind. Das wäre nach dem Recht nicht zwingend nötig.
trotzdem wird auch in diesen Ländern, werden auch in diesen Ländern die Angehörigen gefragt. Insofern den Unterschied, den es zwischen den beiden Systemen noch in den 90er Jahren gab, der ist etwas kleiner geworden. Aber wir haben natürlich eine unterschiedliche Tradition und eine unterschiedliche Einstellung in den Ländern. Und ich komme nicht umhin festzustellen, wie Sie auch, die Einstellung der Bevölkerung in Österreich und Spanien ist deutlich offener gegenüber der Organspende. Ich stelle mir vor, dass wir die Länder in Deutschland zum Maßstab nehmen, die ja fast an den österreichischen Werten dran sind. Wenn Sie die Statistik, die Professor Gummert vorhin aufgeworfen hatte, nochmal vor Augen haben. Wir haben Länder wie Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, wo es eine ganz engagierte Aufsicht über die Krankenhäuser gibt, wo es eine Krankenhausaufsicht gibt, die auch die Organspende zu ihrem Thema macht. Da haben wir Spenderzahlen wie in Österreich. Und wir haben andere, leider die großen Flächenländer in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg insbesondere, die weit abgeschlagen am Schluss der Tabelle liegen. Also insofern habe ich die Hoffnung, dass bei Konzentration auf die Aufgabe, die nach dem neuen Gesetz ja auch möglich ist und notwendig ist, dass wir uns eher an den Ländern wie Thüringen und Mecklenburg orientieren und auch unsere Spendezahlen deutlich nach oben bringen. Ich habe gleich mehrere weitere Wortmeldungen. Ich mich recht herzlich bedanken für diese Veranstaltung. Also ich glaube, ich bin heute überzeugt worden, Organspender, einen Organspendeausweis auszufüllen. Das vorweg. Dann die Frage an Professor Gummert, bis zu welchem Alter kann man Organe spenden? Und die zweite Frage ist ein bisschen unangenehm, wenn einer Organspende ablehnt, hat er denn, wenn er doch einen Unfall oder irgendwas so weit kommt, dass er ein Organ braucht, auch einen Anspruch darauf, nämlich für mich von der Logik her, würde ich sagen, wer es ablehnt, Organe zu spenden, hat auch rechtlich keinen Anspruch darauf, ein Organ zu bekommen. Ist zwar gehässig jetzt gewesen, aber interessiert mich. Also, zweite Frage zuerst. Das wurde ja immer mal wieder diskutiert, aber das ist juristisch, technisch, organisatorisch, nicht überhaupt nicht dran zu denken. Und ich würde darauf gar nicht so weit drüber nachdenken. Das ist dann einfach so. Wir stellen natürlich häufig fest, erst wenn man betroffen ist, dann beschäftigt man sich und dann stimmt man der Organspende zu. Wenn man nicht betroffen ist, dann ist es weit weg. Erste Frage, man kann bis ins hohe Alter hinein Organe spenden. Und zwar ist es so, dass dann der Hirntod untersucht wird und es wird geschaut, ob die Organe noch einwandfrei funktionieren. Das ist für die Organe unterschiedlich. Niere und Leber sind vielfach bis ins hohe Alter hinein so funktionstüchtig, dass man die sehr gut transplantieren kann. Beim Herzen ist es leider so, dass ab dem Alter 65 doch sehr häufig das Herz so kaputt ist, dass man das nicht transplantieren kann, weil viele der Gründe, die zum Hirntod führen, letztendlich eben auch die Gefäße im Herzen dann betreffen. Damit erklärt das auch, dass zum Beispiel Nieren bis ins hohe Alter häufig transplantiert werden können, das halt nicht. Aber deswegen ist es in jedem Falle wichtig, egal wie alt man ist, einen solchen Ausweis zu haben. Und sei es, dass es als gutes Beispiel ist für das der Verbindung. Herr Gummert hat es ja vorhin gesagt, in Berlin, ich weiß gar nicht, ob das überall gilt oder ob es ein spezifisches Berliner Programm gibt, das heißt Old for Old. Das heißt, Menschen, die ohnehin keine jahrzehntelange Lebenserwartung mehr haben, die können besser leben, auch mit einer Niere, die sie von einem älteren Menschen gespendet bekommen. Insofern ist das, finde ich, eine ganz gute Idee, ein ganz guter Vorschlag, der jetzt in die Praxis umgesetzt worden ist, um dem Organmangel, sagen wir, an einer Stelle der Bevölkerungspyramide etwas entgegenzuwirken. Man darf ja nicht vergessen, wenn wir über Wartelisten reden, wir reden ja nicht nur über lange Wartezeiten. Das ist schlimm genug. Ich meine, beim Herz ist es dramatisch, weil es bei Ihnen oft nur Stunden und Tage geht. Und bei der Niere haben wir durch die Dialysemöglichkeit unter Einbuße von Lebensqualität, dennoch das Leben aufrechtzuerhalten. Aber es gibt halt Situationen, dass manche Menschen die Dialyse nicht vertragen. Und die brutale Wahrheit ist,
während der Dialyse und während der Wartezeit sterben 30-40% der Patienten, bevor sie ein neues Organ bekommen. Das ist die Dramatik, die wir gerade beschreiben. Bitte schön. Herr Steinmeier, eine Frage, die eigentlich keine Frage an Sie direkt ist, sondern vielleicht eine Bitte an die Länder. Sie sind ja nun als höchste Instanz aus Berlin hier zu gehen. Und zwar folgendes: In dem Bundesland Hessen gibt es da eine Organisation, die vom Land Hessen mit initiiert wurde, von dem Sozialminister, ich glaube, Herr Grüttner oder Hübner heißen ja. Die waren, glaube ich, letztes Jahr am Tag der Organspende aufgegeben bei ihm. Da nennen die Krankenkassen, verschiedene Verbände sowie die paritätischen und medizinisches Personal mit drin. Da ist das so, dass dies als Unterrichtsfach gegeben wird. Ich habe daraufhin mal versucht, hier mit der Gesundheitsministerin Frau Lörmann schriftlichen Kontakt aufzunehmen. Sie wies mich dann nach mehrmaligen Anschreiben wieder, wo ich dann mehr oder weniger ein bisschen unsachlich geworden bin, an das Kultusministerium zurück. Dieses ging dann wieder zurück ans Gesundheitsministerium Frau Lörmann. Und die letzte Antwort war dann die, das wären rein schulische Probleme, das müsste dann halt der Schulrat entscheiden. Nur mal meine Frage, wenn Sie mit den Länderkonferenzen oder Sozialministern zusammenkommen, dieses eventuell mal anzuregen, weil nämlich die Informationen, die sind nämlich da, es will schon jemand mit Organspende was zu tun haben, nur viele Sachen werden auch verdrängt und gerade in den Schulen, da kommen so gute Themen mal raus, da braucht man im Prinzip gar nicht viel drum rumreden. Nur vielleicht mal als Anregung, ob man das nicht mal auch generell auf länderübergreifende Sache ausführen könnte. Da ist viel im Gange. Ich habe an dem Tag der Organspende, den wir uns getroffen haben in Frankfurt, eine Schulklasse mit Lehrer ausgezeichnet, die sich im Unterrichtsprojekt gerade um dieses Thema gekümmert hat. Und Frau Freitag, es sind gerade Religionslehrer oder Lehrer im Ethikunterricht, die dieses Thema auch aktiv in ihre Unterrichtspraxis hineinbringen wollen. Es gibt inzwischen auch komplett fertiggestellte Unterrichtseinheiten, bei denen die Lehrer gar nichts mehr Besonderes tun müssen, sondern einfach die Unterrichtseinheit nehmen müssen, um daraus ein, zwei Unterrichtsstunden zu gestalten. Es steht dem nichts im Wege. Ich glaube nicht, dass es in Hessen irgendwo in dem Curriculum für den Schulunterricht zwingend vorgesehen ist, aber es kann sein, dass es in Hessen... Ja, freiwillig ist es überall in Deutschland. Wir müssen halt an das Engagement der Lehrer heran und sie davon überzeugen, dass dieses Thema durchaus auch in den Schulunterricht gehört. Denn da werden die ersten Haltungen vorgeprägt. Wenn die Kinder mit der Selbstverständlichkeit, dass man sich die Frage, ob ich Organspender sein will oder nicht, aufwachsen, damit groß werden, dann sind sie später auch hoffentlich einfacher in der Lage, diese Frage für sich auch zu beantworten. Insofern, ich unterstütze das ausdrücklich, was Sie sagen. Die Frage sollte Teil des Schulunterrichts sein. Und wo ich es tun kann, werde ich versuchen, die zuständigen Länderminister und Ministerpräsidenten davon überzeugen. Ich habe einen ganz kurzen Sie haben vollkommen recht. Nur wenn man hier im Umkreis von 30, 40 Kilometern sind die Schulen anschreibt, muss man ausdrücklich auch Kurkliniken, die Klammer auf, sage ich jetzt mal, mit Himmel wirken. Und von daher, von den ganzen Kurkliniken ist nur eine dabei, die sich dafür interessiert. Und von den ganzen Schulen im Umkreis, 40, 50 Kilometer, nicht eine einzige konnte ausfindig gemacht werden, wie der Lehrer, wenn ich damals eingeschult worden bin, die Interesse. Ansonsten kommt doch niemals eine Reaktion, meine E-Mail hat niemand eingegangen. Das ist ungehörig, nicht nur, weil es um Organspende geht. Vielleicht eben geht es weiter. Ja, okay, danke. Also ich habe erstmal eine Frage mir aufgeschrieben, die hat Herr Steinmeier aber schon beantwortet. Lernen von den Besten, wenn man die Zahlen sich anguckt, 13,6 Menschen pro Million spenden in NRW, in Bremen 31,8. Das sollte man mal hingucken, wie das kommt und wie die das machen, um daraus zu lernen. Insofern werde ich das nicht als Frage jetzt formulieren. Meine Frage, die ich aber habe, ist, gibt es... Zahlen oder Fakten, wie viele Angehörige bei der konkreten Frage, jetzt ohne dass ein Spenderausweis da ist, wie viel davon jetzt von 100 beispielsweise zustimmen? Gibt es da Zahlen noch dazu? Ja, das war auf dem einen Dia so halbwegs beantwortet. Es sind ungefähr 1800
Organspender gewesen, potenzielle, also Hirntote. Es sind ungefähr 500, wo es abgelehnt wurde. Und da ist es so, dass von diesen Ablehnungen es waren ungefähr 50%, wo die Angehörigen eben gesagt haben, nein, wir wollen das nicht, weil wir kennen den Willen des Verstorbenen nicht, oder wir denken mal, dass er dagegen war. 50-60%. Ja. Okay, ich frage deshalb, weil Sie eben in Ihrem Vortrag für mich enttäuschend, nicht von Ihnen persönlich enttäuschend, gesagt haben, dass dieser Spendeausweis gar nicht verbindlich ist, sondern dass die Angehörigen das immer noch überstimmen können. Und das ist natürlich eine hochgefährliche Geschichte, wenn man dazu aufruft, dass jeder so einen Spendeausweis unterschreibt und mit sich führt, der aber gar nicht dann rechtsgültig wäre. Ja, da denke ich, brauchen Sie keine Angst haben, denn das ist so ähnlich, was Herr Steinmeier auch über Österreich gesagt hat. In der Situation, wo jemand verstirbt, da mag man noch so sehr diese rechtlichen Regelungen haben oder Gesetze haben, aber in dieser Situation würde kein Arzt der Welt, der das ernst meint, dass er Arzt ist, den Angehörigen dann noch Schmerzen in der Weise hinzufügen, wenn die sagen, nein, wir sind komplett dagegen, weil das ist nicht mit unserem Glauben, mit unserer Überzeugung vereinbar. Das würde man nicht tun. Das ist aber in meiner Erfahrung auch ein Bereich im Promille, wo sowas stattfinden würde. Denn wenn das im Vorfeld besprochen wurde, ein Organspendeausweis vorliegt, dann ist in der Regel auch in der Familie darüber gesprochen worden, die Angehörigen akzeptieren das auch. Das heißt also, da hätte ich überhaupt keine Sorge, dass das passiert. Im Gegenteil, ich bin auch eher genauso eingestellt, wie das die Kollegen in Österreich machen, wie es Herr Steinmeier auch gesagt hat. Sie können niemanden zwingen. Wenn das zum Zwang ausartet, dann wird das Ganze noch viel schlimmer und dann werden wir noch viel weniger Organe haben. Ich habe die feste Überzeugung, wenn Sie einen Organspendeausweis haben und Ihre Angehörigen wissen das, werden Angehörigen das nicht überstimmen. Und diese kleine Hintertür, die halte ich für ganz wichtig, dass die Angehörigen bleiben. Okay, wenn ich noch darf, eine persönliche Einschätzung von mir zu dem Verfahren, was jetzt vor uns steht. Dieses Anschreiben, was die Kassen alle 2 Jahre dann liefern an die Mitglieder, mit Informationen, vielleicht auch mit einem Spendeausweis drin, meines Erachtens reicht das nicht aus, um die Menschen zu motivieren, weil viele Ängste dann noch da sind. Wie geht das vom Ablauf her? Werde ich vielleicht eventuell ausgeschlachtet im schlimmsten Sinne? Also ich denke, vorwegschicken müsste man eine konzertierte Aktion zur Aufklärung, Ängste und Unsicherheiten zu nehmen. Da fand ich eben den Hinweis mit der Schule ganz toll. Da kann man die Ärzte einbinden, da kann man in der Region Veranstaltungen anbieten, dazu sowas wie heute beispielsweise, um dann nachher zu sagen, so wer jetzt hier rausgeht, hat zumindest so viel Wissen mitgenommen, dass er sich wirklich vernünftig entscheiden kann. Dazu fehlt mir dann auch die Verbindlichkeit, denn wenn die Kassen die Menschen anschreiben, ist es damit erledigt. Also eine Rückantwortspflicht gibt es ja nicht, so wie ich das verstanden habe, finde ich persönlich auch schade. Und das will ich aber jetzt zeitlich weiter in Anspruch nehmen. Ich habe eben gehört, Herr Dr. Kummer, das fand ich toll, dass Sie schon 60 Spendeausweise mitgebracht haben. Ich habe hier mal geguckt, wir sind etwas über 100 Personen, die restlichen habe ich mitgebracht, die werde ich auch abliefern. Und dann denke ich mal, sollten wir Ihrem guten Beispiel vorangehen, das nachzuliefern. Und die Ärzte, das habe ich übrigens auch nachgelesen, sind zu 50% der Spender. Das werden wir sicherlich heute Abend hier auch hinkriegen. Danke an alle und danke für die Geduld, weil ich mache es immer gerne etwas länger. Dankeschön. Herr Schwarz hat auch noch ein paar Ausweise mitgebracht, das kann jeder 2 ausfüllen, weil da soll nur auf jedem dasselbe stehen. Nein, was ich eben noch sagen wollte zu den Zahlen. Man muss bei einem Vergleich vorsichtig sein. Die Situation in den Stadtstaaten ist natürlich unvergleichlich günstiger als in den Flächenstaaten. Darum vergleiche ich eigentlich nur immer die Zahlen der Flächenstaaten miteinander. Da allerdings gibt es Länder, die mehr tun können, als sie in der Vergangenheit getan haben. In der Tat. Ja, es geht gleich hier vorne weiter und dann da drüben. Ich bin der Werner Altemeyer, wohne in Löhne. Ich habe mal die Frage, was passiert mit einem Organ, was abgestoßen wird? Es ist so, dass der menschliche Körper anderes biologisches, lebendiges Gewebe als fremd erkennt. Und dann wandern Entzündungszellen in dieses Organ ein und dann werden durch diese Zellen das Organ zerstört. Das ist mit allen Organen
oder Gewebe, die man transplantiert, sondern lebendiges Gewebe. Da gibt es eben sehr stark wirksame Medikamente, die die meisten Patienten ihr Leben lang einnehmen müssen, damit diese Organe nicht abgestoßen werden. Das ist in ganz Kurzform der Mechanismus, der dahinter steckt. Also biologisches Gewebe muss es sein, lebendig muss es sein, dann wird es als fremd erkannt und mit Medikamenten kann man es wirkungsvoll verhindern, dass die Abstoßung erfolgt. Bitte schön. Hallo, mein Name ist Emil Meyer. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre, ich habe einen Schweizer Organspendeausweis und ist ja in Deutschland gültig. Das ist die erste Frage. Und die zweite, die habe ich gerade vergessen. Wer möchte? Ja, natürlich ist er gültig, weil das ist eine Willensbekundung, die Sie gemacht haben. Und da dieser Ausweis, wie gesagt, ja keine amtlichen Ausweise, die von einer Behörde ausgestellt werden, ist es einfach so, dass der selbstverständlich dann auch als Ihre Willensäußerung dann interpretiert wird und dann entsprechend verfahren würde, wenn. Sie können das auch einfach auf einen weißen Zettel schreiben. Okay, meine zweite Frage ist mir jetzt gerade hier eingefallen. Die Frage geht an den Arzt. Nämlich kann man ein Organ auch zweimal spenden, also quasi, dass man dass es die erste Spenderperson dann bekommt und wenn der versteht, dass es eine andere Person bekommt. Das ist etwas, das glaube ich, ist extrem selten, etwas, was sehr, sehr selten vorkommt. Aber es ist dann so, dass das gespendete Organ in dem Moment dann zu dem Menschen gehört, in den es dann implantiert wurde. Das heißt, das ist zum Beispiel, solche Situationen gibt es natürlich, dass mal Herzen zum Beispiel transplantiert werden, aber während der Operation dann es zum Hirntod kommt, weil es zu Embolien kommt oder anderen fatalen Ereignissen. Das Herz, was dann gerade implantiert wurde, noch einwandfrei seinen Dienst verrichtet. Und dann sind das aber letztendlich die Angehörigen des Empfängers, dann, die dann die Entscheidung treffen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die nächste Wortmeldung hier ganz vorne. Und dann geht es gleich an dem zweiten Tisch von mir aus gesehen. Und wenn man Kinder transplantiert, dann muss man ja öfter transplantieren. Wenn das mal hochkommt. Okay. Ja, wenn man Kinder transplantiert, dann muss man ja öfter transplantieren, weil die ja noch wachsen, ne? Nein, das ist nicht so, sondern diese Organe wachsen dann mit. Denn die Kinder bekommen ja auch Organe dann von Gleichaltrigen, Verstorbenen, und die wachsen mit. Ach so. Das ist dann nicht gut. Einmal von Seiten der Jugendlichen eine Frage, und zwar dürfen auch Jugendliche selber entscheiden, ob sie so einen Organspendeausweis ausfüllen? Haben die schon irgendwie ein Recht darauf, irgendwie dann ein Statement zu geben, oder müssen die volljährig sein? Oder haben die Eltern ein Mitbestimmungsrecht? Das ist nicht so gewusst. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, haben wir geregelt ab 16. Ja, weißt du es? Ab 16, ja, ist richtig. Ich schaue nochmal in die Runde, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Bitte schön, melden Sie sich einfach ganz deutlich. Das ist ein großer Saal, ich kann nicht immer alle sehen. Wir haben gesehen, dass diese Organspende in mehrfacher Hinsicht. Vielleicht darf ich mich einmal vorstellen, weil ich hätte an Frau Freitag eine Frage, eine theologische Frage, die mich ein bisschen beschäftigt hat. Und zwar ist es ja so, dass vielfach, wenn man das so sieht, in den katholisch geprägten Ländern die Spendenbereitschaft höher ist als in den protestantisch geprägten Ländern. Und jetzt, ich bin jetzt theologisch nicht so bewandert, aber es ist doch so, dass in der evangelischen Theologie letztendlich die Unversehrtheit des Körpers eine größere Rolle spielt als in der katholischen Kirche. Und jetzt ist meine Frage, gibt es irgendeinen theologischen Grund, dass die Spendenbereitschaft unter Umständen von der Religion, also katholisch-evangelisch, abhängt? Also das, den würde ich eigentlich, kann ich mir nicht erklären, warum das in katholischen Bundesländern höher sein sollte. Die Länder, also Österreich. Ja, oder Ländern, kann ich mir nicht erklären. Ich denke nicht, dass in der Evangelischen, nein, das ist nicht so. Also es ist in der evangelischen Kirche, da hat die Unversehrtheit des Leibes keinen höheren Stellenwert als in der katholischen Kirche, das ist nicht so. Ich habe in meinem Statement ja klar gesagt, der Auferstehungsglaube, wir bekennen uns ja zu einer leiblichen Auferstehung. Das hat
in früheren Zeiten eben dazu geführt, dass man gesagt hat, also Christen können sich nicht positiv zur Organspende äußern, aber das habe ich in meiner Darstellung ja gesagt, das ist ein ganz anderer Leitgedanke, der dem zugrunde liegt. Also von daher kann ich nicht erklären mir, warum das so ist. Aber kann das in der Bevölkerung noch verwurzelt sein, weil dieser Leitgedanke, das ist ja jetzt eine theologische Ansicht, die jetzt in den letzten Jahren so entwickelt wurde, kann das sein, dass in der Bevölkerung das tief verwurzelt noch drinsteckt? Der Leib muss unversehrt sein. Aber da wäre ja kein konfessioneller Unterschied. Also konfessioneller Unterschied ist es sicher nicht. Aber das, ich habe mich auch mal im Internet schlau gemacht und auch durch andere, also die haben ja den Herzsyndrom immer wieder auch mal japanische Patienten. Und in Japan ist es zum Beispiel eine ganz schwierige Frage. Ne? Also der Leib ist dort religiös nochmal anders gesetzt als bei uns. Und insofern sind Organspenden und Transplantationen eben nicht in diesem Maße möglich wie in Europa. Das ist vielleicht immer noch so, es ist ja wirklich auffällig, dass viele Menschen grundsätzlich bereit sind, Organe zu spenden, aber dann doch nur 10% den Ausweis ausfüllen. Ich glaube, dass das manchmal auch etwas mit religiösen Motiven zu tun hat und vielleicht auch mit diesem alten Thema, das dann eben aber missverstanden wird, dass zur leiblichen Auferstehung der Unversehrte des Leichtums dazugehört. Das ist aber de facto nicht so. Offizieller Verlaufbau oder keine persönliche Meinung. Erst der hinten und dann über die Frau noch die nächste Wortmeldung. Ja, weit verbreitet ist die Auffassung, dass fortgeschrittenes Alter die Organspende ausschließt. Deswegen fand ich es sehr wichtig, dass das heute als Vorurteil ausgeräumt wurde. Meine Frage aber ist die, gibt es Erkrankungen, die von vornherein eine Organspende ausschließen? Ich frage das als Diabetiker. Ja, es gibt Erkrankungen, das würde wahrscheinlich zu weit führen, wenn man das heute Abend alle auflistet, aber Diabetes ist kein Ausschlussgrund. Es sind insbesondere Tumorerkrankungen und Infektionserkrankungen, die dazu führen, weil man sonst mit dem Spenderorgan eine Erkrankung übertragen kann. Man kann also sowohl Tumoren wie auch Infektionen durch eine Organspende übertragen. Das ist so im Groben. Aber das würde im Einzelfall dann immer sehr sorgfältig geprüft und das sollte nicht davon abhalten und Diabetes schon gar nicht Organspendeausweis zu haben. Vielleicht, Herr Gummert, ist die Frage Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, die meisten wissen es vielleicht, aber für diejenigen, die es noch nicht wissen, es besteht in jedem Organspendeausweis die Möglichkeit, obwohl ich im Prinzip Organspender sein will, einzelne Organe von der Spende auszuschließen. Das sage ich deshalb, weil mir in Veranstaltungen immer wieder die Frage begegnet, wie kann ich denn Vorsorge dafür treffen, dass ich nach meinem Tode nicht ausgebrannt werde. Oder aber, um das in aller Offenheit zu sagen, viele haben besondere Probleme, ein bestimmtes Organ zu spenden. Für viele ist das das Herz. Aber erstaunlich stelle ich fest, in solchen Diskussionen sind es für viele andere auch zum Beispiel Augen und Ohren heute. Das ist vielen ganz besonders unangenehm, sich vorzustellen, dass die möglicherweise nach dem Tod entnommen werden. Deshalb, ich nehme nur noch mal das Mikrofon, um darauf hinzuweisen, wenn Sie sich nachher einen der Organspendeausweise ansehen, Sie können das, was Sie sich nicht vorstellen können, zu spenden, auch tatsächlich von der Spende ausschließen. Bitte schön. Ja, einmal gerade nochmal, was Herr Steinmeier gerade gesagt hat, das stimmt. Ich konnte bei meinem Mann, wurde ich gefragt, ob auch die Augen gespendet werden dürfen. Da konnte ich nicht antworten, weil ich darauf nicht vorbereitet war. Ich habe nie daran gedacht, dass das gespendet werden darf oder gespendet werden kann. Und so konnte ich in dem Moment auch nicht mit Ja antworten. Ich wollte aber noch was anderes sagen, und zwar haben Sie das gesagt, Frau Freitag. Don't take your organs to heaven. Ich denke, man muss so ein bisschen auch die Sichtweise vielleicht ändern, wenn wir schon die Entscheidungsfreiheit haben, die in Deutschland jetzt festgelegt wurde, müsste man das einfach so, denke ich, positiver besetzen. Denn es ist ein so wertvolles Geschenk, was man einem anderen Menschen machen kann in diesem Moment. Denn wenn ich schon mal gehen muss, dann kann ein Organ von mir in einem anderen Menschen weiterleben und diesem ein besseres Leben, zu einem besseren Leben verhelfen. Und das bei solchen Veranstaltungen rauszubringen, wäre ganz wichtig, finde ich, gerade in Schulen oder wenn in der Kirche mal solche Veranstaltungen sein könnten, finde ich das klasse. Und es ist einfach zu schade, diese Organe zu verbrennen oder zu vergraben.
Also ich bin ja Verfechter der Widerspruchsgeschichte, weil ich denke, diese Entscheidungssache, das bringt uns nicht viel weiter, weil niemand beschäftigt sich gerne mit seinem eigenen Tod. Und ich gehe davon aus, dass die Aktion der Krankenkassen nicht eine große Rücklaufquote haben wird und vermute, dass uns das letztendlich nicht weiterbringt. Und so würde ich vielleicht darum bitten, vielleicht in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion nochmal darüber nachzudenken, so eine Art Volksbefragung irgendwie hinzukriegen. Vielleicht sollte man statt die Entscheidung abzufragen bei den Krankenkassen einfach mal fragen, ob man jemand zu dieser anderen Geschichte steht. Fände ich für die Betroffenen für weitaus sinnvoller. Ja, das wäre natürlich fahrlässig, wenn wir das nicht gemacht hätten. Wir haben intensivsten Kontakt, natürlich nicht nur zu den Krankenkassen, sondern zu vielen verschiedenen Ärzteorganisationen gesucht. Die Chirurgen, wenn ich das so sagen darf, sind da offener gegenüber der Widerspruchslösung, andere Ärztegruppen weniger offen. Und glauben Sie mir, die Regelung, die wir jetzt gefunden haben, die ist nicht aus Gaffe geworden, aus Feigheit gefunden worden, sondern weil andere Mehrheiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt für eine andere Lösung nicht zu kriegen sind. Darüber können wir uns jetzt alle miteinander beklagen, aber das ist Faktum. Jetzt müssen wir aus der Lösung das Beste machen. Dabei sind wir. Dazu dienen solche Veranstaltungen. Dazu dienen, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, was die Krankenkassen jetzt tun können und tun werden. Ich habe wunderbare Beispiele jetzt gerade in den letzten Tagen gesehen, was die Krankenkassen jetzt zur Information der Bevölkerung auch tatsächlich vorbereiten. Das ist hochanspruchsvolles, intelligent gemachtes Material, sodass ich wirklich glaube, dass wir mit einer echten Informationsoffensive auf die Menschen noch anders bekommen werden. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das Gesetz helfen wird. Ich will nicht ganz verschweigen, dass mir eine andere Entwicklung Sorgen macht. Das ist die Entwicklung und die Debatte um die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Da gab es schädliche Debatten in der jüngeren Vergangenheit über die Frage, ob die Geschäftsführung zu jedem Zeitpunkt akzeptable Ausgabenpolitik gemacht hat. Da war das Gerede über zu teure Dienstwagen und zu teure Dienstreisen. Sowas schlägt in der öffentlichen Debatte über die Organspende negativer zu Buche, als das neue Gesetz positiv zu Buche schlägt. Insofern ist das leider, aber das kann man nicht ändern, das kann man auch nicht politisch verhindern, ist diese Debatte um die Deutsche Stiftung Organtransplantation zu völligen Unzeit gekommen. Das hat mich maßlos geärgert und ich hoffe, dass die Schwierigkeiten, die da an der Spitze bestehen, jetzt im Augenblick möglichst schnell bereinigt werden. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass Sie das jetzt auch angesprochen haben. Aber in dem Zusammenhang muss man auch ganz klar sagen, das, was denen vorgeworfen wird, hat glücklicherweise nichts, aber auch gar nichts mit der Organspende zu tun. Und das ist, glaube ich, auch mit der Grund, warum so in meiner Wahrnehmung das in den allermeisten Fällen doch ganz gut sortiert werden konnte, dass eben gesagt wurde, klar, das sind Verfehlungen jetzt, wie es häufiger eben mal vorkommt, dass jemand persönliche Vorteile jetzt ziehen möchte, finanzielle Vorteile, aber zum Glück ist dieses System so konstruiert, dass das eigentliche Anliegen zum Glück dann nicht so sehr gefährdet war. Aber ich würde auch gerne noch einmal etwas zur Widerspruchslösung sagen. Sie können mir glauben, ich bin ein vehementer Verfechter dieser Lösung und ich würde auch jedem immer sagen, die Wahlfreiheit hast du ja. Du kannst ja immer sagen, ich möchte nicht. Das ist so. Aber auch ich muss irgendwann dann mal akzeptieren, dass es eben dann keine Mehrheiten gibt. Und da würde ich dann letztendlich genauso verfahren, wie wir es jetzt auch diskutiert haben. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Krankenkassen ermuntern, hier auf ihre Versicherten vielleicht noch intensiver zuzugehen, als es das Gesetz letztendlich dann vorschreibt. Man kann den Krankenkassen auch erläutern, was die für immense Summen an Geld sparen würden, wenn es mehr Organspender gäbe. Das ist ja häufig leider in unserer Gesellschaft ein Argument, was noch besser zieht. Und solche Sachen, man muss auf die Krankenkassen einfach erheblichen Druck eben auch ausüben, dass die dort entsprechend was bewirken. Und vielleicht, wenn wir dann in 3 Jahren Bilanz ziehen, haben wir vielleicht noch ein bisschen bewirkt. Es ist in jedem Falle besser als die aktuelle Situation. Deswegen mein Bild mit dem Spatzen in der Hand und die Taube auf dem Dach. Und manchmal ist der Spatz eben doch etwas
wertvoller als die Taube, die wir vielleicht dann doch nicht erreichen können. Ja, also ich finde, dass in dem neuen Transplantationsgesetz ein ganz wichtiger Punkt die Transplantationsbeauftragten der Kliniken sind. Ich war in meiner klinischen Zeit, selbst ein ehrenamtlicher Transplantationsbeauftragter und habe auch viele Gespräche mit Angehörigen geführt. Und ich muss sagen, die Bereitschaft, in so einem Gespräch einer Organspende zuzustimmen, war ungeheuer groß. Und ich sehe immer, dass da dann wird das Problem, dass also nicht der Spendeausweis oder auch ein Gespräch mit den Angehörigen, sondern es sind letztendlich immer die Kliniken gewesen, die also potenzielle Organspender nicht gemeldet haben. Es gab eine schöne Übersicht von dem Fuchsjournal Hannover, wo die Kliniken aufgezeigt wurden, die Organe gespendet haben. Da waren viele klitzekleine Krankenhäuser dabei. Und es fehlten riesengroße Kliniken, die mit einer Intensivstation. Und in meinen Augen ist das der allerwichtigste Punkt, die Organspende zu steigern. Es sind nicht die Ausweise, und in Nürnberg, Herr Kummert, auf Ihrem Ausweis steht nicht drauf, dass ich was einschränken kann. Das ist die Ausweise des Herzens. Es sind nicht die Ausweise, es sind nicht die Zustimmung der Bevölkerung, sondern es sind die potenziellen Kliniken, die die Spender nicht melden. Aus welchen Gründen auch immer. Das sind nicht immer finanzielle Gründe, sondern es sind auch rein organisatorische Gründe. Und ich kann mich erinnern, es waren teilweise also pro Organspende am Klinikum hin, die ich dann fast 12 oder 14 Stunden investieren musste, weil hier nicht versteht sind. Und mein Vorschlag wäre, dass man jetzt klar Informationen gibt, also Übersicht, welche Krankenhäuser, wie oft im Jahr Organe, dass ich Transplantation oder Organspende möchte. Da würde nämlich ganz schnell herauskommen, dass es also viele große Kliniken gibt, die das gar nicht machen. Und viele kleine Kliniken, die das eben auch aufgrund des Engagements der Leute wirklich durchführen. Und über diesen Weg, denke ich, kann man auch die großen Kliniken oder die nicht potenziellen Spender melden, an die Kanäle kriegen, dass sie das aber machen. Im Übrigen geht es sicher auch über den finanziellen Weg. Der Pflegesatz kann durchaus an den Kliniken verbessert werden, die Organe spenden, und an denen, die das nicht tun, kann verhindert werden. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wirklich da auch einzugreifen. Ich finde es auch gut, dass nochmal die Frage der Hornhautexplantation angesprochen wurde. Leber, Bauchspeicheldrüse, Niere sind auch ganz wichtige Organe. Und für unsere Patienten, ist die durchschnittliche Wartezeit für die Dialysepatienten 7,5 Jahre. Und da kann man gut verstehen, dass ein großer Teil der Patienten auch während dieser Wartezeit verstirbt. Umso wichtiger eben da noch entsprechend vieles zu tun. Ja, ein ganz, ganz wichtiges Statement. Und es ist leider so auch in meiner eigenen Erfahrung. Das waren teilweise Eitelkeiten zwischen verschiedenen Disziplinen, die dazu geführt haben, dass Spender nicht gemeldet wurden, wo Neurochirurgen und Anästhesisten sich dann nicht einig waren und sowas dann unterlassen wurde. Es ist beschämend, dass die ärztliche Profession in diesem Fall sich dann wirklich schlecht verhält. Deswegen bin ich auch ganz dankbar dafür. In Nordrhein-Westfalen haben wir ja so einen gewissen Ansatz jetzt schon, wo solche Sachen dann auch publiziert werden. Es werden ja die Spenderkrankenhäuser ausgezeichnet mit der höchsten Spendequote. Und das ist erstmal der positive Ansatz. Und das ist zumindest so meine Erfahrung. Manchmal ist der positive Weg, also den guten Auszeichnen, besser als denjenigen, der Schlechtes macht, an den Pranger zu stellen. Aber irgendwann wird man vielleicht auch nicht mehr drum herum kommen, um das zu machen. Es gibt Intensivstationen, große Intensivstationen, die werden von Intensivmedizinern geleitet, die sagen, Organspende glaube ich nicht dran, interessiert mich nicht, da kümmere ich mich nicht drum. Und das gibt es in Nordrhein-Westfalen. Das ist beschämend und es gibt keine rechtliche Handhabe, wie auch immer, in so einer Situation was anderes zu machen. Und da sind dann die ärztlichen Direktoren gefordert, einzugreifen. Und da verspreche ich mir von diesem neuen Gesetz auch, dass es jetzt erstmal verbindlich geregelt ist, dass jedes Haus noch erstmal einen Beauftragten wirklich installieren muss. Und das wird sehr viel mehr bewegen, so wie Sie es richtig gesagt haben. Das ist der entscheidende Punkt, wenn man noch intensiver schaut, was passiert. Deswegen ganz herzlichen Dank dafür. So, ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen. Und dann müssen wir hier leider zum Schluss kommen. Also ich habe eigentlich keine Frage. Ich möchte sagen,
Das ist doch auch an uns allen, die wir sitzen sehen, zu Hause in der Familie darüber zu sprechen. Es fällt sicherlich sehr schwer, zu den Kindern zu sagen, hört mal, wenn ich sterbe, ich möchte Organ spenden. Kinder hören sicherlich auch nicht sehr gerne, wenn Eltern über den Tod sprechen. Aber ich finde, es gehört genauso zum Leben dazu. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, mit unserer Familie, mit Freunden, Bekannten, Verwandten, darüber reden und sagen, hört mal, ich habe das gemacht und wisst ihr überhaupt, wie ihr euch dann verhalten wollt und sprecht ihr mit den Angehörigen darüber. Ich finde, für uns alle, die wir jetzt hier rausgehen, ist das auch das, was wir mitnehmen wollen. Ja, mein Name ist Doris Klier. Ich habe mich auch schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt, bin sicherlich so an die 70% im Kopf Organspender. Ein Problem für mich ist noch, es geistert also nicht nur durch die Yellow Press, sondern auch mal durch Magazine, denen man eigentlich schon ein bisschen Glauben schenken mag und tut. Für mich ist eine Unsicherheit noch dabei und ich glaube auch, dass das große Teile der Bevölkerung betrifft. Da spreche ich ganz besonders Sie an, Herr Professor Dr. Gummert, dass also die Kontrolle nicht ausreichend ist oder auch das noch nicht genügend kontrolliert wird, weil ich immer wieder in der Vergangenheit gelesen habe, dass also Körper ausgeräumt werden, auch wenn die Angehörigen nicht einverstanden waren, dass doch mehr Organe entnommen werden, die man eigentlich zugestanden oder zugesichert hatte, man, so viel man geben möchte. Und ich glaube, da bedarf es auch noch Aufklärung in der Bevölkerung, ob es diese Fälle denn wirklich gibt oder ob die Kontrolle da groß genug ist. Das ist meine Frage oder auch meine Unsicherheit dabei. Also Professor Gummert wird das gleich nochmal beantworten und ich will vielleicht vorneweg und das gleichzeitig als Einleitung zu meinem Schlusswort sagen, ich verstehe jede Unsicherheit im Zusammenhang mit der Organspende. Das ist eine Frage, Frau Freitag hat es gesagt in ihrer Rede, die betrifft die Grenzfrage von Leben und Tod. Und da das die Frage ist, mit der wir uns alle nicht so furchtbar gern beschäftigen, liegt da auch die eigentliche Ursache, warum am Ende Entscheidungen nicht getroffen werden und Organspendeausweise auch nicht ausgefüllt werden. Jeder von Ihnen hat das vermutlich hinter sich. Man hat irgendwann mal von der Sparkasse oder vom Amt ein Formular mitgenommen, der ein oder andere hat es vielleicht in der Zeitungsbeilage gesehen. Man hat gefunden, dass es eigentlich wichtig wäre, sich mal mit der Frage zu befassen und dann landet der Vordruck auf dem Zeitungsstapel und am nächsten Tag kommt die Zeitung am nächsten Tag drauf und so wandert der Organspendeausweis von oben nach unten in den Stapel und irgendwann kommt er ins Altpapier. Diese Erfahrung haben Sie alle schon mal gemacht und dann ist man sozusagen die bevorstehende Entscheidung erstmal los, weil dann kein anderer Organspendeausweis zur Verfügung steht. Bis dann, 2 Jahre später, man sich wieder irgendwo ein Formular mitnimmt und dann beginnt der Vorgang von vorne. Und solche Veranstaltungen wie diese, deshalb bin ich dem vorletzten Beitrag auch sehr dankbar, dienen dazu, uns nochmal klar zu werden, wer trägt wo welche Verantwortung. Der Gesetzgeber ist ganz ohne Zweifel dafür verantwortlich, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die für die Organtransplantation besser sind. Ein bisschen was haben wir verbessert mit dem gegenwärtigen Gesetz und wir müssen uns außerhalb des Gesetzes darauf verlassen, dass die Ärzte mit hohem Standard, die Pflegekräfte mit hohem Anspruch und Ehrgeiz Patienten versorgen. Aber das alles wird nicht genügen, davon bin ich fest überzeugt, wenn wir die Haltung in der deutschen Bevölkerung nicht verändern. Wie verändern wir die? Schulunterricht könnte dazu ein Hilfsmittel sein, aber wir kommen nicht umhin, selbst über diese Frage zu sprechen. Im Familienkreis, wie Sie es eben angedeutet haben. Und wenn ein Ergebnis dieser Veranstaltung wäre, dass jeder nach Hause geht und in seiner Familie diese Frage mal zum Thema macht, ohne vielleicht heute Abend schon letztlich entschieden zu sein, dann hätte sich diese Veranstaltung gelohnt. Herzlichen Dank.
Ja, ich versuche Ihre Frage zu beantworten. Solche Meldungen sind mir ehrlich gesagt nicht geläufig oder bewusst, muss ich ehrlich sagen. Also sowohl in den, also Sie sprechen wahrscheinlich dann so in Magazinen wie Sternspiegel an. Was in den anderen, das kann ich, das weiß ich nicht. Also ich kann eigentlich nur ganz klar und deutlich sagen, es wird ja exakt festgelegt, was gemacht wird. Und es wird ganz ausführlich mit den Angehörigen besprochen, was gemacht wird. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass in dieser doch sehr schmerzhaften Situation manche Dinge vielleicht im Nachhinein anders verstanden werden und es dann eben zu Situationen kommt. Das habe ich aber nicht gewollt, dass das Herz entnommen wird und in der aktuellen Situation, wo dann das Einverständnis gegeben war, dass das dann nicht so deutlich war. Das mag ich nicht ausschließen, dass es sowas mal im Einzelfall gibt, aber das ist umso mehr das Argument dafür, dass man so etwas im Vorfeld bespricht, damit man nicht in so einer Situation dann so komplexe Dinge letztendlich dann besprechen muss, so rasch verstehen muss und dann reagieren muss. Deswegen kann ich Sie nur ermuntern, die letzten 30% auch noch zu... Ich war ja nicht betroffen, ich war außenstehend. Ja. Nein, weil Sie sagten, Sie sind zu 70%. Ja. Dazu, ne? Ja, also ganz klar würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass niemand in Deutschland gegen den Willen von Angehörigen Dinge macht, die nicht gewollt waren. Das ist ganz, ganz klar. Das sind unter Umständen, wenn es denn wirklich vorgekommen ist, Missverständnis im Einzelfall. Das würde ich ganz klar sagen. Und dann nutze ich vielleicht auch gleich die Gelegenheit. Ich möchte mich vor allen Dingen aber auch bei Herrn Schwarze und Herrn Steinmeier bedanken, dass diese Veranstaltung hier in diesem Rahmen so möglich gemacht wurde, weil ich bin der festen Überzeugung, dass nur durch ständige Aufklärung so etwas gemacht wird. Und wenn das so unaufgeregt, wie das heute Abend passiert ist. Ich habe die Diskussion und die Redebeiträge als sehr konstruktiv und sachlich empfunden. Wenn das so weiter geschehen könnte, Vielzahl dieser Veranstaltung, das hilft weiter. Es nützt nichts, wenn wir als Ärzte oder Betroffene moralisieren und diejenigen, die nicht spenden wollen, diejenigen in die Ecke drängen oder sagen, ja, das geht, es ist fürchterlich, dass ihr nicht spendet. Dieses Moralisieren, das macht alle nur verrückt und man bewirkt das Gegenteil, sondern die sachliche Aufklärung in einem Gespräch, was möglich ist, was nicht möglich ist, das glaube ich ist das Allerbeste und nur so kommen wir langsam weiter. Deswegen danke ich allen Beteiligten auch ganz herzlich, dass das so in diesem Rahmen möglich war. In meinem Schlusswort möchte ich vielleicht einfach nur sagen, dass meine Erfahrung, mit der ich gestartet habe, auch an den Schluss stellen möchte. Es lohnt sich, über das Thema zu sprechen. Es lohnt sich, von Einzelschicksalen zu hören und eben die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, die einem selber zu diesem Thema kommen. Ich habe das immer wieder auch gemacht in der Kirchengemeinde, in der ich lebe und in meinem Arbeitsumfeld und kann an dieser Stelle auch nur Bereitschaft zeigen, das zu tun für die Region und in Hause. Ja, dann darf ich jetzt zum Schluss kommen. Ich muss mich erstmal ganz herzlich bedanken. Ganz herzlich bei meinen drei Mitstreitern hier vorne. Ganz herzlich aber vor allem bei Ihnen, die dafür gesorgt haben, dass hier so eine sachliche und gute Diskussion zustande gekommen ist. Die eine Anregung, Schulklassen zu informieren, die versuche ich schon umzusetzen in Berlin, in vielen Klassen, die mich dort besuchen, ist das Thema fast immer auf der Tagesordnung. Aber auch bei den vielen Besuchen, die ich hier im Wahlkreis in Schulklassen habe, spreche ich das immer wieder ganz bewusst an. Es werden oft sehr spannende Diskussionen an der Stelle. Und für den heutigen Abend wünsche ich mir, dass wir alle mitnehmen. Es ist ganz wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es ist ganz wichtig, dass jeder für sich dort eine Entscheidung trifft und auch diese Anschreiben der Krankenkassen, die Aufklärungskampagne jetzt sehr, sehr ernst nimmt, um hier wirklich Menschen zu helfen. Es
Es ist ein Geschenk, was dort gemacht werden kann. Ich glaube, es ist das größte Geschenk, was man machen kann. Und wenn Sie alle mit nach Hause nehmen, darüber zu sprechen, in Ihren Familien, in Ihrem Bekanntenkreis, so wie das hier eben angesprochen wurde, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Part, um hier wirklich auch weiterzukommen. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich bedanke mich natürlich nochmal ganz besonders hier vorne. Und das machen wir natürlich immer auch mit einem kleinen Präsent. Ja. Ja, ja. Das muss das schwedische Frühstück. Nein, das ist es nicht. Das ist die Flasche Rotwein an der Stelle. Für Sie, die Frühstück verpackt. Und für Sie ganz von Herzen in Rot. Und hier ganz selbstverständlich in Rot. Jetzt bleibt mir nur noch, kommen Sie gut nach Hause. Schönen Abend, schönen Abend.